Sehr geehrte Damen und Herren, Genossinnen und Genossen, wir möchten heute im Rahmen des Themenschwerpunkts Ukraine zur Veranstaltung über die Möglichkeit des Friedens, Eskalation des Konflikts in der Ukraine und die Lehren daraus möchte ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Alfred Ritter, bin vom Ingenieursverband, Fachgruppe der Ziviltechniker. Ich mache gemeinsam die Moderation mit dem Konstantin Weinstapel von der Außenpolitischen Akademie. Wir werden gemeinsam durch diesen Diskussionsabend leiten. Die Motivation für diesen Abend heute war, dass wir schon vor einem Jahr einen Antrag zum Thema Friedenspolitik verfasst haben in der Arbeitsgruppe für Europa und Internationales. Einen Antrag für eine intensivere Friedenspolitik oder mehr Engagement, weil die mediale Berichterstattung schon irgendwie andeuten hat lassen, dass es irgendwie nach Krieg oder kriegerischen oder Konfliktauseinandersetzungen irgendwie riecht. Im Herbst letzten Jahres sind dann im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Weißrussland Begrifflichkeiten gefallen wie Flüchtlinge als Waffen und solche Sachen, die dann schon als Angriff interpretiert wurden. Also wenn Flüchtlinge über die Grenze kommen, betrachtet man es dann schon als Angriff. Noch eine verstärkte Kriegsrhetorik und ich glaube, die letzten Geschehnisse Anfang dieses Jahres mit der Truppenkonzentration dieser sehr intensiv geführten diplomatischen Bemühungen, die stattgefunden haben und dann am 24.02. der Einmarsch in die Ukraine, sind also der Anlass, dass wir uns heute darüber Gedanken machen wollen, wie eine friedenserhaltende Diplomatie funktionieren kann und was eigentlich die Hintergründe des Konfliktes sind und wie man vielleicht vermeiden kann, dass es zu derartigen Eskalationen kommt. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Experten, die heute in unserer Runde teilnehmen. Wir haben hier den Magister Dr. Ralf Janik, Lehrbeauftragter der Universität Wien, Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehungen. Wir werden Ihnen bitten, eine kurze Information über die völkerrechtliche Dimension dieses Konflikts geben und auch die völkerrechtliche Situation der Minderheiten in der Ukraine und dem Minderheitenrecht dort. Wir bin sehr froh über die Teilnahme auch von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Mangroth, Professor für internationale Beziehungen der Universität Innsbruck, Schwerpunkt Osteuropa und Russland. Wollen ihn bitten, kurz zu referieren über die Vorgeschichte des Konflikts, den Maidan und die Minsker Abkommen, insbesondere auch, warum die Minsker Abkommen dann eigentlich dann letztlich nicht funktioniert haben. Und wir haben Brigadier-Ingenieur Magister Gerhard Rauniak. Er ist Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium für Rüstungspolitik. Und wir wollen ihn bitten, ein bisschen über den militärischen Ablauf, die Angriffs- und die Verteidigungsstrategien in diesem Konflikt zu sprechen. Ja, Konstantin, vielleicht erzählst du über die außenpolitische Akademie noch ein bisschen. Ja, sehr geehrte Anwesende, liebe Genossinnen und Genossen, auch von Seiten der Außenpolitischen Akademie des BSA, herzlich willkommen zum heutigen Abend. Ich bin gebeten worden, kurz die Außenpolitische Akademie vorzustellen. Seit mittlerweile mehr als 12 Jahren gibt es in BSA die Möglichkeit, die jungen Genossinnen und Genossen hier sich zu vernetzen, hier einen Lehrgang zu besuchen, sozusagen, um in Kontakt zu kommen mit außenpolitisch relevanten Themen und außenpolitisch tätigen Entscheidungsträgerinnen. Den darf ich seit mittlerweile 10 Jahren, seit 10 Jahren eigentlich mitleiten und seit 3 Jahren hauptverantwortlich leiten, sozusagen. Und uns war damals ein Anliegen, dass wir eben mehr Sozialdemokratie in die Außenpolitik und mehr Außenpolitik in die Sozialdemokratie bringen, weil das unserer Ansicht nach damals notwendig war. Das ist heute angesichts dieser tragischen Ereignisse, möchte man sagen, umso wichtiger, dass wir uns da jetzt wieder mehr einbringen. Und insofern freue ich mich, dass ich hier bin. Dankeschön. Okay, ich würde dann sagen, wir beginnen die Referate. Die Einladung ist immer alphabetisch. In der Vorabstimmung habe ich gebeten, in der Reihenfolge Herrn Professor Mangroth vielleicht zu referieren über die Vorgeschichte des Konfliktes, den Maidan und das Minsker Abkommen, was da war. Ich würde Sie bitten, uns zu berichten. Schönen guten Abend an alle. Dieser Ukraine-Konflikt reicht schon mehr als 8 Jahre zurück.
und hat begonnen als Integrationsrivalität zwischen der Europäischen Union und Russland. Die Europäische Union wollte mit ihrer 2009 gestarteten Politik der östlichen Partnerschaft die Ukraine und andere Staaten, andere Nachbarstaaten Russlands näher an die Europäische Union heranführen über sogenannte Assoziationsabkommen, während Russland seinerseits die Ukraine unbedingt in seinem eurasischen Integrationsprojekt verankert wissen sollte. Und an sich war die Ukraine kurz vor Unterzeichnung dieses Assoziationsabkommens mit der Europäischen Union. Und da hat zum Teil aus Druck aus Moskau, zum Teil aus opportunistischen Gründen die damalige Führung der Ukraine sich gegen die Unterzeichnung des Abkommens mit der Europäischen Union entschieden. Und das hat zu Protesten geführt in Kiew am Unabhängigkeitsplatz, die sich in den Folgewochen und Monaten ausgeweitet haben. Dort wurde nicht nur der Rücktritt des damaligen Präsidenten Janukowitsch gefordert, sondern eben auch die Unterzeichnung des Assoziationsabkommens mit der Europäischen Union. Diese Demonstrationen sind im Jänner 2014 erstmals gewaltsam eskaliert, aber insbesondere dann am 18. und 19. Februar 2014, als es zu bewaffneten Zusammenstößen kam, vor allem zwischen einem radikalen Teil der Demonstranten und der Spezialpolizei Berkut. Und diese Zusammenstöße haben die Außenminister Polens, Frankreichs und Deutschlands dazu gebracht, nach Kiew zu kommen, um ein Kompromisspapier auszuhandeln zwischen der politischen Opposition und der damaligen ukrainischen Führung. Dieses Kompromisspapier wurde dann von den Demonstranten und Demonstrantinnen am Maidan nicht akzeptiert, weil es Janukowitsch, dem damaligen Präsidenten, erlaubt hätte, noch bis Dezember 2014 im Amt zu bleiben. Und das wollte man einem Mann, der die Sonderpolizei auf die Demonstranten hat schießen lassen, nicht durchgehen und hat mit der Stürmung des Amtssitzes des Präsidenten gedroht, falls dieser nicht zurücktrete. Das hat zum einen dazu geführt, dass der Präsident aus Kiew geflohen ist, zuerst nach Kharkiv und dann in andere Teile der Ukraine. Und das hat zum anderen dazu geführt, dass in Kiew sich eine neue parlamentarische Mehrheit gebildet hat, die eine neue Regierung installiert hat, die im Wesentlichen von der politischen Opposition getragen war und hier vor allem von Vertretern aus der West- und der zentralen Ukraine. Und das war ein Umsturz, der sich damals ereignet hatte, auch nicht völlig verfassungskonform. Jedenfalls war mit der Einsetzung dieser westorientierten Regierung für Russland klar, dass sie diese Integrationsrivalität mit dem Westen, mit der Europäischen Union verloren hat. Das war auch eine persönliche Niederlage von Wladimir Putin selbst. Und angesichts dieser strategischen Niederlage, in der Furcht, dass die Ukraine das Angebot der NATO, in die NATO aufgenommen zu werden, vom April 2008 weiter dringlich anstreben würde und aus Sorge davor, dass die neue Regierung in Kiew das Flottenstützpunktabkommen mit Russland über die Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der Halbinsel Krim kündigen würde, ist diese Interventionsentscheidung in der Krim gefallen, hat diese Besetzung der Krim stattgefunden, hat die politische Machtübernahme auf der Krim stattgefunden, dann ein international nicht beobachtetes Referendum zweifelhaften demokratischen Standards, aus dem dann der Beitritt zur Russischen Föderation hervorgegangen ist. Im April 2014 hat Russland begonnen, lokale Aufstände im Osten der Ukraine zu unterstützen, Aufstände gegen die neue Regierung in Kiew, in der auch nur ein Politiker aus der Ostukraine vertreten war, aber ohne die finanzielle, die logistische, die Aufklärungs- und die militärische Hilfe hätte sich diese Aufstandsbewegung im Osten, die sich ohnehin nur in den Regionen Donetsk und Lugansk halten konnte, sicherlich nicht durchgesetzt. Dagegen hat die ukrainische Führung das begonnen, was sie als antiterroristische Operation bezeichnet hat, und das führte eben zu den Kriegshandlungen in der Ostukraine seit dem April 2014. Es gab mehrere Anläufe, diese Krise in der Ostukraine zu lösen, und der wichtigste war wohl das Minsker Abkommen vom 12. Februar 2015, verhandelt zwischen Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland. Dieses Abkommen sollte innerhalb relativ kurzer Zeit, das wurde natürlich nicht geschafft, den Konflikt in der Ostukraine
lösen. Der Vertrag, das Minsker Abkommen, besteht aus einem militärischen Teil, etwa das Bekenntnis beider Konfliktparteien zur sofortigen Waffenruhe, einer dauerhaften und umfänglichen Waffenruhe, Abzug von schwerer Artillerie aus einer Sicherheitszone in einer Tiefe von 50 Kilometern auf beiden Seiten der Frontlinie und schließlich ein Gefangenenaustausch alle für alle. Diese militärischen Auflagen wurden bis heute, und heute ist Minsk ja tot, nicht erfüllt, verletzt durch beide Seiten. Das Abkommen hat aber auch einen politischen Teil, in dem sich die Ukraine verpflichtet hat, ein Amnestiegesetz für die separatistischen Kämpfer zu verabschieden, eine Verfassungsreform einzuleiten, um die Ukraine zu dezentralisieren und schließlich ein Gesetz über den dauerhaften Sonderstatus der von den Separatisten kontrollierten Gebiete im Donbass zu verabschieden. Das hat die Ukraine nicht gemacht. Sie hat das, unterstützt von Deutschland und Frankreich, immer damit argumentiert, dass zuerst der militärische Abteil des Abkommens erfüllt sein müsse, bevor man an die Umsetzung des politischen Teils denke. Es war letztlich eine Schutzbehauptung, denn es war völlig klar, dass keine ukrainische Regierung diese politischen Auflagen aus dem Minsker Abkommen erfüllen würde können, ohne von der Macht verdrängt zu werden. Dieses Minsker Abkommen wurde also nicht nur nicht im vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt, sondern eben bis zum Ausbruch dieses Konfliktes überhaupt nicht. Mit einer Verantwortung auf beiden Seiten. Anfang des letzten Jahres hat dann Präsident Zelensky, der seit 2019 im Amt ist, immer wieder öffentlich kundgetan, dass sich die Ukraine durch das Minsker Abkommen nicht mehr gebunden fühle. Die Verpflichtungen, die die Ukraine damals 2015 übernommen habe, seien der Ukraine in einem Moment der extremen Schwäche gleichsam aufgezwungen worden und die ukrainische Regierung fühle sich diesen Bestimmungen nicht mehr verpflichtet. Auch hat die Regierung Zelensky das Verhandlungsformat zu diesem Minsker Abkommen in Frage gestellt, das sogenannte Normandie-Format, eben bestehend aus Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine, und forderte den Einschluss der USA und vielleicht auch des Vereinigten Königreichs in den Verhandlungsprozess, was die ukrainische Verhandlungsposition deutlich gestärkt hätte. Aber diese Abkehr der ukrainischen Führung vom Minsker Abkommen, das Vorgehen der ukrainischen Regierung gegen russlandfreundliche Medien und Politiker, haben in Moskau den Eindruck verstärkt, dass das Ziel Moskaus, nämlich über die Umsetzung des Minsker Abkommens gleichsam ein Vetorecht in der ukrainischen Außen- und Sicherheitspolitik zu haben, dass Moskau dieses Vertrauen, das zu erreichen, aufgegeben hat. Und das erklärt den ersten Truppenaufmarsch im März und April des letzten Jahres, dieses als rotes Warnzeichen gedachte Verschieben von Truppen an die Grenzen der Ukraine, fand aber im Westen keine Beachtung und deswegen im Herbst des letzten Jahres der zweite Truppenaufmarsch im Endausbau von etwa 170.000 russischen Soldaten und ausreichendem militärischen Gerät für eine raumgreifende Bodenoffensive. Vor dem Hintergrund dieser militärischen Drohgebärde hat Russland dann im Dezember 2021 in zwei Vertragsentwürfen, einen mit der USA, einen mit der NATO, bestimmte Forderungen an den Westen nach verbindlichen Sicherheitsgarantien formuliert. Und dazu gehörten unter anderem keine weitere Ausdehnung der NATO nach Osten, in einem anderen Vertragsentwurf überhaupt keine NATO-Ausdehnung mehr, die Rücknahme des Mitgliedschaftsversprechens der NATO an die Ukraine und schließlich der Rückzug aller Soldaten von NATO-Ländern und deren militärischer Infrastruktur aus den neu dazugekommenen osteuropäischen Mitgliedsländern der NATO. Die NATO hat diese Forderungen schon von Beginn als nicht verhandelbar bezeichnet und man hat versucht, Russland ein Alternativangebot zu bieten, unter anderem eben der Abschluss eines Vertrages über Mittelstreckenwaffen, vertrauensbildende Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf Manöver. Aber diese Angebote der NATO hat die russische Seite wiederum abgelehnt. Außenminister Lavrov meinte im Jänner,
Dieser Forderungskatalog Russlands, der in diesen beiden Vertragsentwürfen enthalten war, das sei kein Menü, aus dem sich der Westen herausbieten könne, was er wolle, sondern es sei ein Gesamtpaket. Und spätestens Anfang Februar war dann klar, dass auf diesem Verhandlungsweg, der in mehreren Formaten bemüht wurde, von Ende Dezember bis Anfang Februar gescheitert war. Dass Minsk aus russischer Sicht tot ist, wurde dann dadurch dokumentiert, dass Russland am 21. Februar die staatliche Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk in den Grenzen der ukrainischen Provinzen Donetsk und Luhansk vorgenommen hat. Da war klar, das ist das Ende von Minsk, der Minsker Prozess ist tot und am 24. dann die Entscheidung zur Invasion. Begründet vor allem durch zwei Punkte. Die russische Führung hat in einer Täter-Opfer-Umkehr argumentiert, Russland habe sich militärisch zur Wehr setzen müssen, weil von der Ukraine eine Sicherheitsbedrohung gegen Russland ausgegangen sei. Und zwar nicht nur eine der ukrainischen Regierung, sondern dass die ukrainische Regierung dabei eigentlich der Handlanger für eine westliche Aggression gegen Russland gewesen sei und noch immer ist. Und zweitens wurde begründet diese Invasion mit dem angeblichen, aber das ist ein absurder Vorwurf, Völkermord an den ethnischen Russen und Russischsprachigen im Donbass. Das waren die zwei Kriegsgründe, die formuliert wurden. Und an diesen Kriegsgründen hält Russland bis heute fest. Es gab zwar seit dem 28. Februar, also schon 4 Tage nach Beginn der Invasion, völkerrechtswidrig, Angriffskrieg, das wird Kollege Janik sicherlich noch erläutern, schon erste Gespräche zwischen einer ukrainischen und einer russischen Delegation über eine Verhandlungslösung. Also allerdings waren das keine Verhandlungen, sondern das waren Gespräche, in denen Russland eigentlich eine Art Diktatfrieden durchsetzen wollte. Die russischen Verhandlungspositionen damals, und die haben sich nicht verändert bis heute, sind folgende. Erstens ein neutraler Status der Ukraine, nuklearwaffenfrei und demilitarisiert und damit der Verzicht auf die seit 2019 in der Verfassung festgehaltene den Beitrittswunsch zur NATO. Die Demilitarisierung dieser nuklearwaffenfreien Neutralität, das heißt vermutlich, wir wissen es nicht genau, nicht, dass die Ukraine keine Streitkräfte mehr besitzen dürfe, aber es heißt wohl, dass die Truppenstärke der ukrainischen Armee nach oben begrenzt würde und dass der ukrainischen Armee bestimmte Waffensysteme verboten worden wären und natürlich als neutrales Land auch die Stationierung von Waffen ausländischer Staaten. Dritte Forderung Russlands, Entnazifizierung. Russland hat seit 2014, seit dem Umsturz in Kiew, alle Regierungen der Ukraine als Regierungen von Nazis bezeichnet, was absurd ist. Putin nannte die Regierung eine Bande von Nazis und Drogenabhängigen. Und die Denazifizierung, die Entnazifizierung war nichts anderes als ein Codewort für den Sturz der Regierung Zelensky. Weiters forderte und fordert Russland die Anerkennung der Zugehörigkeit der Krim und der Hafenstadt Sewastopol zu Russland durch die Ukraine und die Anerkennung der Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk in den Provinzgrenzen. Dazu ist kurz zu sagen, die Separatisten haben am Vorabend des Krieges etwa 34% des Donbass kontrolliert, aber die Mehrheit des Territoriums war unter ukrainischer Kontrolle. Russland will nun diesen gesamten Donbass erobern, befreien, wie Russland das nennt. Und diese Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sollen von der ukrainischen Regierung als unabhängige Staaten anerkannt werden. Im Hinblick auf den verlangten neutralen Status hat sich die Regierung Zelensky anfangs gesprächsbereit gezeigt, war bereit, darüber zu diskutieren, aber nur dann, wenn die Ukraine, und jetzt wird schon strittig, Sicherheits- oder Beistandsgarantien, beide Worte wurden verwendet, von westlichen Staaten erhält. Die Begeisterung für Beistandsgarantien, gleichsam nach dem Modell des Artikel 5 des Washingtoner Vertrages, also des Gründungsvertrages der NATO, die Begeisterung im Westen der Ukraine, solche Beistandsgarantien zu geben, ist ziemlich gering. Russland hält bis heute an diesen Zielen fest, obwohl sich das Kriegsglück für die russische Seite nicht so entwickelt hat, wie man es eigentlich vorgehabt, wie man es geplant
gehabt hätte. Nur sind die Verhandlungen zwischen beiden Seiten zwischenzeitlich völlig ausgesetzt worden. Die Verhandlungspositionen sind so weit voneinander entfernt wie noch nie seit Kriegsbeginn. Und auf eine Verhandlungslösung wird man wohl nur zurückkommen, wenn beide Seiten nicht mehr die Aussicht zu haben glauben, mit militärischen Mitteln ihre Verhandlungsposition stärken zu können, also weiteres Territorium erobern bzw. zurückerobern zu können. Eine Verhandlungslösung also sehe ich in den nächsten Monaten nicht. Es gibt auch keine wirkliche westliche Verhandlungsinitiative. Es gibt eine Mediatorenrolle der türkischen Regierung, die von Moskau und von der ukrainischen Regierung toleriert wird. Aber wie gesagt, wenn die Bereitschaft zu einer Verhandlungslösung fehlt, und die fehlt im Augenblick völlig, und wenn Russland nicht bereit ist, von seinen Maximalforderungen in diesen Verhandlungen zurückzutreten und Kompromisse zuzugestehen und einzugehen, wird es diese Verhandlungen eben auch nicht geben. Und die letzte Position der ukrainischen Regierung ist, Verhandlungen wird es erst geben, wenn die russischen Truppen sich aus all den eroberten Gebieten im Süden der Ukraine und im Osten der Ukraine zurückgezogen haben werden auf die Stellungen vom 24. Februar, das heißt auf den militärischen Frontverlauf von vor dem Krieg, also des Status quo ante. Das als kleine, sehr rasche und daher etwas oberflächliche Vorbereitung auf diesen Abend, Einführung in den Konflikt und die momentane politische Auseinandersetzung in diesem Konflikt. Ich möchte mich herzlich bedanken für diese sehr gute Information und sehr expliziten Aussagen, die uns helfen, die Situation sehr gut zu verstehen. Ich würde jetzt bitten, Herrn Roniak über den militärischen Ablauf der Geschehnisse ab dem, ja, vielleicht auch schon vorher, dem 24.02. uns kurz zu berichten. Ja, ich wünsche allen einen schönen guten Abend. Danke vielmals für die Einladung. Ich werde jetzt also gleich in den militärischen Teil einsteigen, der an und für sich mit Jänner diesen Jahres beginnt. Dort, also im Jänner heurigen Jahres, haben wir so zumindest in der Öffentlichkeit erkannt, dass sich also ostwärts der Ukraine größere russische Truppenverbände versammeln. Im ersten Moment war das noch kein sehr großer Aufreger, weil dasselbe ist also im Wesentlichen vor einem Jahr ebenfalls passiert. Es ist aber dann von Woche zu Woche klarer geworden, dass diesmal irgendwas anderes hier passiert. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wie also im Osten Russlands Wehrpflichtige einberufen worden sind, um die Kasernen zu bewachen, wo die russischen Truppen herausgegangen sind, war also klar, diese russischen Truppen kommen nicht so schnell wieder zurück in ihre Heimatgarnisonen. Und es ist also dann von Woche zu Woche immer klarer geworden, dass also Russland hier offensichtlich auf eine militärische Karte setzen kann und durchaus bereit ist, es zu tun. Am 24. Februar hat dann der Angriffsbeginn begonnen. Der Angriff war, also wenn man sich die Karten anschaut, de facto entlang der gesamten russischen Grenze, aber auch an der Grenze von Weißrussland geführt. Russland hatte an und für sich zu Beginn ein ziemlich ein klares Kriegsziel oder operatives Ziel. Das bestand darin, einerseits die Masse der russischen Armee im Osten der Ukraine vom restlichen Land abzutrennen. Das gelang also damit, dass sie vom Nordosten mit russischen Truppen vorstießen und vom Süden von der Krim Richtung Norden versuchten vorzustoßen. Und das zweite Ziel war, also so schnell wie möglich in die Hauptstadt zu gelangen und einen Regierungswechsel herbeizuführen. Wie wir das alle in den Bildern und Dokumentationen gesehen haben, war das alles sehr wenig erfolgreich. Zur großen Überraschung von allen Analytikern hat sich die russische Armee als nicht sehr, wie soll man sagen, kriegsfähig entpuppt. Das hat also schon begonnen damit, dass offensichtlich die ukrainischen Streitkräfte ganz massiv unterschätzt worden sind. Und wenn man sich also die Bilder von der ersten und von der zweiten Woche anschaut, wo die ersten russischen Truppenteile in die Vorstädte von Kiew eingedrungen sind, da sieht man dort also, das waren Spezialpolizeikräfte, die sich offensichtlich darauf vorbereitet haben, auf Englisch sagt man Crowd Control zu machen. Also sie haben sich darauf vorbereitet, Demonstrationen niederzuhalten und dort die Hauptstadt mit Polizeikräften zu übernehmen. Und waren dann relativ schnell überrascht, dass sie rund um die Hauptstadt auf einmal militärische
ukrainische Kräfte vor sich hatten, die erstens sehr gut ausgebildet waren, zweitens sehr gut geführt wurden und drittens sehr motiviert waren. Und das hat dann zu den Bildern geführt, die wir alle gesehen haben, dass also das ein völliges Desaster von russischer Seite war. Dazu hat es dann auch noch eine Luftlandung im Nordwesten gegeben, am Flughafen Hostomel. Diese Luftlandung war an und für sich sehr erfolgreich. Das ist normaler Standardverfahren bei der russischen Armee, dass man so schnell wie möglich Flughäfen in Besitz nimmt, um diese Flughäfen dann für den Nachschub und für weitere Truppen zu nutzen. Und diese erste Luftlandung war sehr erfolgreich, aber noch am zweiten, dritten Tag sind die russischen Luftlandekräfte von den ukrainischen Streitkräften de facto zerschlagen worden. Und somit war also innerhalb der ersten Tage schon klar, da wird es größere Schwierigkeiten geben für die russischen Streitkräfte. Es gab dann noch den Versuch, Bodenkräfte aus dem Norden an die Hauptstadt heranzuführen. Das war sehr beeindruckend, wenn wir die Videos und die Bilder gesehen haben. Das waren also kilometerlange Kolonnen, die dort aufgefahren sind. Und dort sind sie auch stehen geblieben. Sie haben also Versorgungsschwierigkeiten gehabt. Sie sind extrem schlecht geführt worden. Und sie haben also nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer diesen Aufmarsch dort derart blockieren können. Die Angriffe aus dem Süden und aus dem Nordosten, um die östlichen Teile in der Ukraine abzuriegeln, waren genauso wenig erfolgreich. Es hat sich auch dort gezeigt, dass die russische Armee erstaunlicherweise sehr schlecht ausgerüstet ist, dass sie sehr schlecht ausgebildet ist und dass die Führung der russischen Armee also oftmals sehr stark versagt hat. Und da gibt es also ein konkretes Beispiel, das also wirklich fast der extremste Fall war, den ich persönlich gesehen habe. Das war vor 3 Wochen dieser Versuch des Übergangs mit russischen Kräften über einen Fluss. Und das ist normal eine ganz sensible Operation. Das ist ganz was Besonderes und ganz was Heikles. Und dort kommen so Sturmpioniere zum Einsatz, die also Pontonbrücken bauen. Diese Sturmpioniere, die sind also sehr wertvoll. Und sie werden normalerweise extra beschützt, also ist eine eigene Operation. Und die russische Armee ist dort aufmarschiert, wie im Wald wie bei einem Sommerlager. Die haben sich dort rund um die Pontonbrücken zusammengefunden. Und das war für die ukrainische Armee ein leichtes, mit mittlerweile nachgeschobenen amerikanischen Waffen vor allem, diese russischen Kräfte dort völlig zu zerschlagen. Das war also ein ziemliches Desaster für die russische Armee. Und das zeigt natürlich, dass sie wirklich schwere Führungsprobleme haben. Das war also so diese erste Phase des Krieges. Es kam dann dazu, dass die russische Armee sich rund um Kiew zurückgezogen hat. Auch im Süden hat sie sich zurückgezogen, sehr, sehr auf rückwärtige Linien. Es kam in den Folgewochen dann dazu, dass die russische Armee sich reorganisiert hat oder zumindest es versucht hat. Sie hat also Truppen in den Osten verlegt, hat versucht, die Verbände, die jetzt schon sehr stark gelitten haben, wieder mit Personal aufzufüllen und hat ihre Taktik jetzt etwas geändert. Jetzt versuchen sie nämlich Gelände, das für sie nicht so besonders wichtig ist, auszudünnen. Und sie versuchen dort, wo sie tatsächlich eine Entscheidung herbeiführen wollen, die Kräfte zu konzentrieren. Und der Zweck dazu ist also völlig offensichtlich mittlerweile. Sie wollen also im Raum im Donbass die Geländegewinne nicht mehr halten, sondern sie wollen sie möglichst erweitern. Wie erfolgreich das ist, das wird man sehen. Ich habe da also vor ein paar Tagen diesen Ausdruck gehört für die aktuelle Situation von Professor Masala von der Uni der Bundeswehr. Der hat also gesagt, wir haben im Osten jetzt ein dynamisches Verdun. Verdun ist also das klassische Sinnbild für einen völlig sinnlosen Stellungskrieg, wo also Tausende von jungen Soldaten geopfert wurden, um 100 Meter Geländegewinn zu haben. Und am nächsten Tag sind diese Geländegewinne wieder verloren gegangen. Und Ähnliches sieht man jetzt auch in der Ostukraine. Nur dort ist ein bisschen mehr Bewegung drinnen. Also es wird hier und da eine Ortschaft genommen, man verliert wieder eine Ortschaft, aber im Wesentlichen verändert sich die Situation nur sehr marginal. Wie wird es jetzt weitergehen? Das russische Ziel ist klar, sie wollen Geländegewinne haben. Die Ukraine will genau dasselbe erreichen, sie will ihr Gebiet wieder befreien. Und das hängt jetzt von 2 maßgeblichen Faktoren ab. Das erste ist, wie wird die russische Armee sich wieder auffüllen? Haben sie die Möglichkeit, dass sie tatsächlich Nachschub nachbringen, dass sie tatsächlich Soldaten rekrutieren? Kommt es zu einer Generalmobilmachung? Und auf der ukrainischen Seite hängt es ganz stark davon ab, wie es mit den Waffenlieferungen weitergeht. Die ukrainische Seite hat bereits angekündigt, dass sie im Juni eine Großoffensive starten wollen.
wo die genau stattfinden wird und welches Ziel diese Operation haben wird, ist noch ein bisschen offen und hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie viele Waffen tatsächlich kommen werden. Aber de facto ist im Moment einmal völliger militärischer Stillstand und es hält sich im Moment etwas in der Waage. Und mein Eindruck ist, dass also beide Seiten im Moment noch die Möglichkeit sehen, tatsächlich mit militärischer Gewalt einen Vorteil zu lukrieren. Und solange das der Fall ist, werden sie also auch weiterhin auf militärische Kräfte dort setzen, die Operation also nicht so schnell beenden. Gut, das wäre meine Kurzbeurteilung. Danke vielmals für die ausführliche Beschreibung der Geschehnisse. Und der dritte Vortragende ist Herr Ralf Janik. Ich würde bitten, über die völkerrechtliche Dimension kurz zu referieren, also einerseits des Konfliktes, aber andererseits auch über den Ethnenkonflikt, den es in der Ukraine gibt und vielleicht ein bisschen das zu vergleichen mit anderen Konfliktsituationen auf der Welt. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, Sie können mich hören. Kurz nicken, dass das klappt mit meinem Mikrofon. Ja, habe ich zur Kenntnis genommen. Ja. Und auch gleich vorweg, danke für die Einladung. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht vor Ort sein kann. Ich bin gefühlt immer in Wien, nur gerade zu diesem Termin nicht. Ich weile gerade in der Steiermark bei einer anderen Tagung, aber das Thema ist mir sehr wichtig und Sie haben es auch vorhin schon genannt. Es ist auch enorm wichtig, dass wir aus dieser außenpolitischen Ignoranz endlich herauskommen, obwohl es gleichzeitig wohlgemerkt nie gut ist, wenn Menschen wie ich oder auch Herr Mangold oder auch ich weiß jetzt den Dienstgrad nicht. Ich weiß, der Dienstgrad ist immer sehr wichtig. Herr Ronjak, wie ist der Dienstgrad? Oder wenn ich ihn richtig habe. Der Dienstgrad ist Brigadier, aber wichtig ist er jetzt nicht. Ja, genau. Dass wir das auch ein bisschen da. Es ist nie gut, wenn Menschen wie wir zu viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise allgemein zu viel Interesse an unseren Schwerpunkten besteht, weil das für die Welt im Größeren nicht Gutes verheißt. Gerade als Völkerrechtler mit einem Schwerpunkt Krieg, bewaffnete Konflikte, ist es immer sehr gut, wenn das Thema keinen interessiert, weil das Thema irrelevant ist. Ja, ganz allgemein könnte man jetzt zwei Wege wählen, wie man das völkerrechtlich bespricht. Man könnte es mit einem Satz beenden und einfach sagen, es gibt keine wie auch immer geartete Rechtsgrundlage für das russische Vorgehen. Das wäre der einfachste Weg aus rein und damit Strichen westlicher, schrägstrich europäischer Sicht. Es ist dennoch wichtig, sich die russische Argumentation ein wenig anzusehen, weil wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass bei sämtlichen russischen Stellungnahmen und auch russischen Rechtfertigungen auch eine globale Audienz neben der russischen und neben der natürlich auch europäischen anvisiert ist. Was Russland versucht hat, ist auf mehrere Arten zu argumentieren. Es war lange unklar, wie Russland konkret versuchen wird, diesen Krieg zu rechtfertigen. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass auch Russland, also die russische Regierung, das Völkerrecht nicht in Frage stellt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es zeigt, dass die grundsätzlichen Regeln akzeptiert werden, zumindest in der Rhetorik. Und die entscheidende Frage dahin geht, wie dann Staaten versuchen, die Abweichung von Regeln zu argumentieren. Das ist klassischerweise, und das ist nicht ein russisches Prärogat, das machen alle Staaten, die Angriffskriege führen, versucht man dann hier eine sehr weite Auslegung des Selbstverteidigungsrechts zu geben. Also das Selbstverteidigungsrecht ist schon über die Jahrhunderte hinweg und natürlich vor allem seit Einführung des Gewaltverbots immer noch der primäre formal völkerrechtliche Grund, warum Staaten Kriege führen. Also sie führen keine offenen Angriffskriege. Sie sagen nicht, das ist unser souveränes Vorrecht, sondern sie sagen, sie müssen sich verteidigen gegen einen wann auch immer stattfindenden Angriff. Also präventive oder präemptive Selbstverteidigung, das ist etwas, was wir auch kennen, bereits vom Irakkrieg, präventive Selbstverteidigung gegen einen Angriff, der irgendwann einmal stattfinden könnte, nicht akzeptiert ist diese Grundlage. Was akzeptiert ist, ist der präemptive Selbstverteidigungsgrund, also wenn man wirklich einen unmittelbar bevorstehenden Angriff noch zuvorkommt. Dafür gibt es aber in der jüngeren Staatengeschichte eigentlich keine Beispiele. Nicht einmal der Sechstagekrieg gilt allgemein akzeptiert. Das ist noch am ehesten, ist das in die Nähe gekommen, aber selbst da ist es umstritten, inwiefern hier ein Fall von präemptiver Selbstverteidigung vorlag. Ja, was Russland auch getan hat, rein auf einer rechtlichen Ebene, ist das Argument, und das ist etwas, was es auch kein Novum war, man würde hier gegen einen drohenden oder einen bereits stattfindenden Genozid vorgehen. Also
Man hat hier, und das ist sehr interessant und auch sehr wichtig zu beobachten, man nimmt sehr gerne westliche Argumentationen und nützt die dann für das eigene Vorgehen und deutet sie um. Also man verkauft, und das hat man zum Beispiel auch gesehen bei Südossetien, Abchasien, also in Georgien, man hat dann zum Beispiel Rhetorik wie, das ist doch nur Responsibility to Protect, also das Prinzip der Schutzverantwortung. Und hier gäbe es eine Schutzverantwortung gegenüber ethnischen Russen in der Ukraine. Das geht dann gleich Hand in Hand mit dem nächsten Argument, das aber schon kein rechtliches mehr ist, sondern ein politisches, dieser Denazifizierung. Also man nennt es nicht Regime Change. Regime Change ist ein Wort, das völkerrechtlich und auch politisch natürlich enorm negativ konnotiert ist. Ist insofern auch ein politisches Argument und man nennt es auch gar nicht so, sondern spricht eben davon, die Ukraine zu säubern von narzisstischen Elementen. Und dann in letzter Instanz natürlich dann auch noch die Frage, und da kommen wir dann noch ein bisschen zu sprechen, mit Minderheitenschutz, natürlich auch die Frage, wie das von der Weltengemeinschaft, der Staatengemeinschaft angenommen wurde. Diese Argumentationslinie wurde nicht akzeptiert. Es gibt zwei mittlerweile, und das wird auch fürs Erste wahrscheinlich auch dabei bleiben, Resolutionen der UN-Generalversammlung. Es gibt logischerweise keine des UN-Sicherheitsrats, weil Russland hier als Fortführungsstaat, also nicht rechtlich ident mit der Sowjetunion, aber man hat sich ja schon Anfang der 90er Jahre darauf geeinigt, dass Russland die Völkerrechtspersönlichkeit der Sowjetunion fortführt und damit auch den Sitz im Sicherheitsrat weiter bekleidet. Deswegen gibt es dort natürlich auch keine Resolution gegen Russland, die das Vorgehen verurteilen würde. Was man dann getan hat, ist zu sagen, gut, wenn der Sicherheitsrat nicht funktioniert, und das kennt man schon aus der Zeit des Kalten Krieges, dann geht man in die UN-Generalversammlung und hier hat man zwei Resolutionen verabschiedet, die natürlich nicht verbindlich sind als solche, die auch keine Sanktionen nach sich ziehen, aber die zumindest einen symbolischen Wert haben, weil hier die überwiegende Mehrheit der Staaten dafür gestimmt hat. Einige Staaten haben sich enthalten und nur ganz wenige Staaten haben mit Russland dagegen gestimmt. Darunter eben Syrien, also man muss hier auch ganz stark unterscheiden natürlich zwischen dem Staat und der jeweiligen Regierung, aber eben Syrien, Eritrea, Nordkorea und Belarus und eben Russland selbst. Also Russland war zumindest auf der Ebene, wenn es darum ging, ob das russische Argument akzeptiert wurde, isoliert. Das bedeutet aber nicht jetzt auch, dass daraus folgt, dass Staaten sich auch an Sanktionen und dergleichen beteiligen. Man hat hier eine Wertung vorgenommen, die ganz eindeutig gegen Russland sich ausgesprochen haben, sehr viele Staaten, aber wenn, wie man auf Englisch sagt, when words come to deeds, also wenn es darum geht, Worte auch in die Praxis umzusetzen, sieht die Sache in Sachen Sanktionen, da wird der Herr Mangold, oder kann der Herr Mangold natürlich wesentlich mehr sagen als meine Wenigkeit, sieht die Sache schon gänzlich anders aus. Ja, da würde ich dann noch ganz kurz noch eingehen auf den Punkt rund um Minderheitenrechte, weil das natürlich in der Ukraine ein ganz entscheidender Punkt ist und auch für Russland ein entscheidender Punkt ist, weil die Argumentationsgrundlage, sowohl die politische als auch die völkerrechtliche, zumindest teilweise darauf fußt. Von der Ukraine gibt es einen Bericht aus dem Jahr 2015, aus dem ich jetzt nicht eins zu eins zitieren möchte, aber eben von der UN-Sonderberichterstatterin, der damaligen UN-Sonderberichterstatterin für Minderheitenfrage, die 2015 festgestellt hat und festgehalten hat, dass es jetzt keine groben Probleme gibt. Sie hat einen Besuch gemacht vor Ort. Natürlich nicht alles eitel Wonne ist, das hat sie schon festgehalten, aber grundsätzlich jetzt nicht Minderheitenrechte in einer Form verletzt gesehen hat, die in irgendeiner Form moralisch, rechtlich brauchen wir gar nicht reden, weil rechtlich gibt es hier recht wenig. Also es gibt kein Recht darauf, Minderheiten militärisch zu schützen, aber die jetzt auch nicht mal einen moralisch legitimen Anspruch begründen würden. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass alles perfekt wäre, aber dieses Ausmaß an Minderheitenverletzungen und Verletzungen von Minderheitenrechten, die wir eben gesehen haben, da könnten wir jetzt auch sehr lange und breit diskutieren rund um den Kosovo, einfach nicht sich vergleichen lässt und in der Form dann auch keinen moralischen Anspruch begründet, hier militärisch zu intervenieren zum Schutz von Minderheiten. Rein rechtlich ist die Ukraine bei einigen Verträgen dabei, bei den wesentlichen Verträgen bei, also der Pakt über bürgerliche und politische Rechte, dem Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, dem Abkommen zur Verhinderung von Diskriminierung, also von allen Formen von Diskriminierung, ist Mitglied des Europarats, der EMRK seit 1997 und hat in diesem Zusammenhang auch die Europaratsabkommen zum Minderheitenschutz umgesetzt, also beziehungsweise ist Teil davon, vor allem im Rahmenabkommen zum Schutz von nationalen Minderheiten und der Europäischen Charta für regionale und Minderheitensprache. Und da sind wir jetzt Sprache und da sind wir jetzt bei einem ganz entscheidenden Punkt natürlich der Frage der Behandlung der russischen Sprache, also
ukrainische Sprache ist die einzige Amtssprache und hier hat man zwei Punkte, die natürlich einen entscheiden, die gar nicht jedes Minderheiten betreffende Thema ist natürlich hier sensibel, schon lange sensibel und heute sensibler denn je. Und einerseits ist es seit 2017, ist die die Schulausbildung nach der vierten Klasse nicht mehr in einer anderen Sprache als ukrainisch möglich. Und ein anderes Gesetz, das eben auch in den Fokus geraten ist, weil es Jänner 2022, wenn ich mich nicht irre, 2022, also eben erst vor kurzem in Kraft getreten ist, das eben vorsieht, dass Publikationen auf ukrainisch sein müssen und wenn sie das nicht sind, zumindest auch eine ukrainische Version beigelegt ist und dass auch Zeitungsstände mindestens zur Hälfte ukrainische Publikationen führen, also eine ganz aktive Sprachenpolitik. Die Situation im Osten des Landes jetzt mal außen vor gelassen, wo wir, wie Professor Mangold ja schon angemerkt hat, seit 2014 einen fast schon vergessenen Krieg haben, der natürlich auch Minderheitenelemente mit sich bringt. Das ist dann aber natürlich eine stärker politische Frage als eine rechtliche Frage. Und man muss natürlich dabei immer bedenken, dass Minderheitenrechte sehr gerne instrumentalisiert wurden. Und da ist eben eine offenkundige Parallele zum Georgienkrieg da, wo Russland auch zum ersten Mal gesprochen hat, in überschießender Sprache von einem Völkermord und von der unbedingten Notwendigkeit, militärisch die Rechte von russischen Minderheitenangehörigen schützen zu müssen. Und schon damals hat der Europarat noch einmal betont, aus heutiger Sicht liest sich das regelrecht gruselig, dass die russische Argumentationslinie dazu führt, dass jedes Land mit einer bedeutenden russischen Minderheit davor Angst haben muss, militärisch angegriffen zu werden. Da gab es eine entsprechende Resolution der Parlamentarischen Versammlung. Und diese Resolution bei Georgien hat sich auf traurige Art und Weise bewahrheitet oder eben ist leider, muss man sagen, gut gealtert, weil es eben dazu führt, dass jetzt, und daher kommt ja auch die Sorge im Osten und in den baltischen Staaten, dass dieser vorgeschobene Schutz, selbst bei Beeinträchtigung von Minderheitenrechten hier militärisch vorzugehen und zu intervenieren, dazu führt, dass sich kein Land sicher fühlen darf, wenn es eben eine russische Minderheit beheimatet. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ich habe nicht zu viel gesprochen und freue mich auch schon auf die Diskussion. Das nur ganz kurz zur rechtlichen Anmerkung und rechtlichen Einordnung rund um diesen Konflikt. Und noch einmal danke jetzt schon an der Stelle, dass Sie dieses Thema aufgreifen. Es ist wichtig genug und gerade in Österreich versuchen wir eher so dieses Insel der seligen Gefühl weiter aufrechtzuerhalten. Selbst jetzt ist zumindest mein Eindruck, haben wir uns einen Krieg gewohnt und reden lieber über Innenpolitik als die Frage, was außerhalb unserer Staatsgrenzen passiert. Okay, dann möchte ich mich mal herzlich bedanken für das ausführliche Referat und die Darstellung der völkerrechtlichen Dimension und auch diesem Thema der Minderheitenrechte. Ich würde vorschlagen, dass wir eigentlich gleich in die Diskussionsrunde starten mit Podium und Publikum und auch die zugeschalteten Experten. Vielleicht Konstantin, wenn du anfängst. Ja, ich darf einmal das Eis brechen und zwar eine Frage, die ich an unsere drei sozusagen Gäste stellen möchte. Es wird ja immer darüber diskutiert, oder es wird allgemein in den Medien so dargestellt, hochstilisiert möchte ich fast sagen, dass ja hier in der Ukraine der Westen oder die westlichen Werte verteidigt werden. Und da würde mich Ihre Meinungen interessieren, wie Sie zu diesem Statement stehen, weil das möchte ich auch vorweg schicken, dass meiner Ansicht nach ein bisschen überzogen wäre, davon zu sprechen, dass jetzt hier in der Ukraine sozusagen, dass die dahinterliegenden Staaten, die sich dann weiter westlich der Ukraine befinden, allesamt verteidigt werden. Vielleicht Herr Professor Mangold, wo wir mit Ihnen anfangen dürfen. Wir haben gerade keinen Ton. Sagen, ich habe mich während der Vorträge der anderen Kollegen gemutet. Und die Ukraine hat sich seit 2014, seit dem Regierungsumsturz im Februar 2014, sicherlich fortbewegt auf dem Pfad hin zu demokratischen Strukturen, demokratischen Institutionen. Sie hat erhebliche Probleme, was die Rechtsstaatlichkeit anbelangt, noch immer. Es gibt ein erhebliches Problem mit der Korruption im Land. Es gibt ein erhebliches Problem mit dem politischen Einfluss informeller Akteure auf Regierungspolitik und Parlamentsarbeit. Aber
man kann von einer Bewegung, wenn man so möchte, in die richtige Richtung sprechen, aber sicherlich nicht von einer ukrainischen demokratieliberalen Zuschnitt. Dass die Ukraine aber diesen Entwicklungsweg verteidigt gegen eine militärische Aggression, das muss man anerkennen und zur Kenntnis nehmen. Was ich nur nicht unterstütze, und das ist das zweite, der zweite Teil der Frage von Herrn Weinstapel, also diese Argumentation, in der Ukraine wird ganz Europa verteidigt. Mit der Ukraine verschwindet die Sicherheit Europas. Mit diesem Argument kann ich überhaupt nichts anfangen. Denn selbst wenn Russland militärisch erfolgreich wäre in der Ukraine, was nicht sein muss, leite ich daraus nicht ab, wie viele, dass sich die russische Führung dann daran machen würde, andere Nachbarstaaten zu überfallen oder gar die baltischen Staaten oder gar Polen zu überfallen. Also diese Figur, dass Putin diesen Krieg verlieren müsse, weil er sonst noch mehr Appetit bekommen würde, auf andere Länder zu erobern, diese Haltung, die teile ich nicht. Dankeschön. Ja, ich verstehe bis zu einem gewissen Grad, dass in den östlichen Nachbarstaaten die Bedrohungslage sich doch etwas verändert hat. Und da beginnt Europa. Und das zeigt doch schon der finnische und schwedische mögliche Beitritt zur NATO. Das ist schon anzuerkennen. Allerdings, wenn man sich ansieht, welche Leistung die russische Armee in der Ukraine zustande bringt, dann hege ich schwere Zweifel, dass irgendwer im Westen sich vor der russischen Armee im Moment fürchtet. Also man müsste sich vor sich selber im Moment mehr fürchten, als die Russen haben andere Probleme, als dass sie mit ihrer Armee jetzt im Westen angreifen werden. Daher bin ich da ein bisschen vorsichtig bei dieser Argumentation. Mhm. Ja. Dankeschön. Der Dr. Janek, wenn wir Sie auch noch um Ihre Meinung bitten dürften. Ja, aus Sicht des Völkerrechts würde ich vielmehr sagen, dass es hier eigentlich um universale Werte geht. Wir haben nur sehr wenige universale Werte, gerade im Völkerrecht. Das Völkerrecht ist nicht so international, wie es gerne vorgibt zu sein. Deswegen habe ich auch ein bisschen breiter diskutiert die russische rechtliche Argumentationslinie, weil man eben auch sieht, dass es selbst innerhalb des Sicherheitsrats eine Disparität gibt zwischen der Argumentation und der Haltung zum Völkerrecht zwischen Russland, zwischen China und den drei westlichen Staaten. Und selbst da gibt es ja nochmal Unterschiede. Was es aber gibt, ist so eine Art Minimalkonsens im Völkerrecht. Und einer der Minimal, ich weiß gar nicht, was der Plural von Konsens ist, aber einer davon ist natürlich das Gewaltverbot. Und das wird natürlich oft, und das begleitet mich meine ganze akademische Karriere, meine ganze wissenschaftliche Karriere, dass man sagt, naja, das ist ja kein echtes Recht, das interessiert niemanden. Schon 1970er Thomas M. Frank im American Journal of International Law geschrieben, wer hat Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta getötet, also who killed Article 2.4, also eben die Bestimmung zum Gewaltverbot. Aber das ändert nichts daran, dass diese Bestimmung zumindest von allen Staaten geteilt wird. Also wir haben diesen utopistischen Teil des Völkerrechts, der aber mittlerweile der Mainstream ist und der auch nicht in Frage gestellt wird, nur weil Staaten sich nicht immer an das Gewaltverbot halten, beziehungsweise genau genommen Regierungen sich davon nicht beeindrucken lassen. Also wenn überhaupt, dann ist es vielmehr so, dass da jetzt da universale Werte, zumindest wenn es darum geht, unter Anführungsstrichen verteidigt werden, nämlich dass ein Staat, der angegriffen wird, ohne jedwede Rechtsgrundlage, das Recht auf Selbstverteidigung hat. Und hinter der Frage natürlich Europa und europäische Werte, natürlich steckt da auch darin, das schwierige Unterfangen und langfristig schwierige Unterfangen auch der eigenen Bevölkerung zu verkaufen, warum sie Sanktionen mittragen soll, weil natürlich, und das muss man auch bedenken, abgesehen von Europa natürlich sich die Frage umso mehr stellt, in den USA, ich glaube Thomas Friedman hat vor kurzem erst geschrieben in der New York Times, dass es in den USA wahrscheinlich mehr Interesse gibt, Scheidungsprozess zwischen Johnny Depp also von Johnny Depp als daran, was eigentlich in der Ukraine passiert. Das ist weit weg, das ist gefühlt weit weg und auch in Europa, also jetzt erst vor einigen Tagen war ja auch im Standard die Schlagzeile, dass die Menschen eher weniger als Teuerungen in Kauf zu nehmen, lieber sagen würden, naja, da interessiert uns die Ukraine nicht so sehr. Also das ist natürlich auch ein Teil davon, wie man es verkauft, nach außen verkauft und wie man auch die Sanktionsakzeptanz in der Bevölkerung
stärkt oder zumindest aufrechterhält, weil, soweit wage ich mich vor, aber man möge mir widersprechen, weil dieser Krieg wahrscheinlich noch länger dauern wird und sich natürlich dann auch die Frage stellt, wer hat den längeren Atem, eine liberale Demokratie, wo Oppositionsparteien auch damit Politik machen werden oder ein Staat wie Russland, der Sanktionen vielleicht nützen wird, um die Unterstützung im Inneren zu mobilisieren oder aufrechtzuerhalten. Den Rally Around the Flag-Effekt. Aber da, so weit wage ich mich jetzt gar nicht mehr vor, weil das ist eben das Territorium von Herrn Professor Mangold. Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage, weil das oft diskutiert oder so unter den Leuten so wahrgenommen wird. Was ist eigentlich jetzt der völkerrechtliche Unterschied zwischen dem NATO-Einsatz im Kosovo oder der US-amerikanischen Invasion im Irak aufgrund der Annahme der Massenvernichtungswaffen, die dort hätten sein sollen. Wie würden Sie das beschreiben, Herr Janek, den Unterschied? Ja, also da muss man natürlich unterscheiden zwischen den politischen Umständen und den rechtlichen. Rein rechtlich sind alle drei Fälle eine Verletzung des Gewaltverbots. Also da kann man sie rein auf einer formalrechtlichen Ebene miteinander gleichsetzen. Der Unterschied ist hier natürlich der politische Hintergrund und auch die Art des Krieges selbst natürlich. Eben beim Kosovo war es nun mal eine gänzlich andere Bedrohungslage. Hier gab es bereits einen Konflikt und hier haben auch Staaten nicht rechtlich, also rechtlich haben nur Belgien und das Vereinigte Königreich argumentiert, es gäbe ein Recht auf humanitäre Intervention. Die übrigen Staaten haben rechtlich nicht versucht, eine solche Ausnahme zum Gewaltverbot zu konstruieren. Und der Irakkrieg ist ganz, ganz offensichtlich. Also da braucht das kann man ebenso runterdeklinieren, einfach sagen, dass sämtliche Argumente aus rechtlicher Sicht, also eben präemptive Selbstverteidigung, da hat man auch versucht zu konstruieren, ein Wiederaufleben von der alten Sicherheitsratsresolution im Irakkrieg. Aber das ist akademisch vielleicht ganz lustig, ändert aber nicht daran, dass das alles als rechtliche Grundlage nicht akzeptiert wurde. Und der eigentliche Unterschied ist eben die Faktenlage bei allen drei Konstellationen, aber nicht, dass aus rein rechtlicher Sicht alle drei eine Verletzung des Gewaltverbots. Die intensivste Diskussion hat es natürlich beim Kosovo gegeben, hat auch dann zur Formulierung des Prinzips der Schutzverantwortung geführt, weil damals Kofi Annan angestoßen hat, dass man trotzdem über das Gewaltverbot nachdenken muss, weil es ja das dann bedeutet. Und er hat dann versucht, auch den Fokus wegzubringen von Serbien und Kosovo und der UCK hin zu anderen, noch klarer gelagerten Situationen. Und dann die Frage zum Beispiel aufgeworfen, was wäre in Ruanda gewesen? Was wäre gewesen, wenn in Ruanda Staaten willig gewesen wären, zu intervenieren zum Schutz der Tutsi, aber es war aus welchen Gründen auch immer ein Staat sich quergelegt hätte mit Vetomacht im Sicherheitsrat, das zu autorisieren. Und da hat er gesagt, das ist dann unbefriedigend, wenn Souveränität absolut verstanden wird. Das Ergebnis aus dieser Debatte war dann eben das Prinzip der Schutzverantwortung. Das hat aber an der Rechtslage nicht geändert. Die Rechtslage sagt nach wie vor, dass man eine Sicherheitsratsresolution und eine Autorisierung des Sicherheitsrats braucht. Und damit hat sich da nichts wesentlich geändert, auch wenn die politische Debatte damals enorm intensiv war und die rechtliche Debatte enorm intensiv war, hat sich das System der kollektiven Sicherheit und mit ihm des Gewaltverbots und der Notwendigkeit einer Autorisierung des Sicherheitsrats als reformresistent erwiesen. Okay, danke für die Antwort. Ich möchte noch eine Frage anschließen an den Herrn Rauniak. Die militärische Kriegsführung im Irak waren 300.000 Leute dort im Irak, also Amerikaner, das ist ja eigentlich doppelte Truppenstärke von dem, was die Russen in der Ukraine einsetzen. Ja. Man konnte es kaum vergleichen. Also der amerikanische Aufmarsch im Irak hat also erstens einmal über viele, viele Monate gedauert. Die haben sich also sehr, sehr gut auf diesen Krieg vorbereitet. Die amerikanische Armee, und das war ja nicht nur die amerikanische Armee, es waren auch Briten und Franzosen beteiligt und andere Staaten auch noch, waren also bei weitem besser ausgerüstet, bei weitem besser organisiert, bei weitem besser geführt. Und die irakische Armee, die zwar rein von der Stückanzahl eine sehr große Armee war de facto völlig demoralisiert und hat ihnen keinen Widerstand leisten können. Ukraine ist jetzt ein völlig anderer Konflikt, weil dort
haben wir eine russische Armee, die ist nicht gut ausgerüstet, nicht gut geführt und ziemlich demotiviert, was diesen Krieg anbelangt. Und wir haben dem gegenüber stehen eine ukrainische Armee und eine ukrainische Bevölkerung, die willens ist, mit allen Mitteln Widerstand zu leisten. Also die Ausgangssituation ist eine völlig andere. Wenn man sich aber die Verlustzahlen anschaut und das zwischen Irakkrieg und der Ukraine, dem Ukraine-Krieg anschaut, dann sind da also wirklich Welten dazwischen. Also ich weiß nicht, wie viele die Amerikaner oder die Alliierten im Irakkrieg Verluste gehabt haben. Das war ein Bruchteil von dem, was die Russen bis jetzt gehabt haben. Können Sie uns ungefähr Zahlen sagen? Das wurde, habe ich mal aufgeschrieben, die Frage, wie hoch die Verluste eigentlich in der Ukraine sind. Ja, da muss man vorsichtig sein, weil also das Erste, was in einem Krieg verschwindet, ist die Wahrheit. Und es gibt natürlich immer verschiedene Positionen. Es pendelt sich aber so ein, so 15.000 plus minus russische Verluste. Ob das jetzt nur gefallene Soldaten sind oder ob da auch Verwundete dazugehören, das kann man so nicht genau sagen. Es ist aber im Verhältnis zu dem, was sie dort eingesetzt haben und für den Zeitraum, das ist erst 3 Monate, dieser Krieg, ist das also wirklich sehr erheblich. Es sind aber auch die Verluste auf ukrainischer Seite sehr hoch. Also Selenskyj hat das jetzt, glaube ich, selber gesagt, sie verlieren 100 Soldaten pro Tag. So ewig wird die Ukraine das nicht durchhalten können. Mehr Grund noch für eine Friedensinitiative. Ich habe noch eine Frage an Sie, bevor wir vielleicht das Thema wechseln. Die Methodik des Krieges. Es gibt auch diese Diskussion um Waffenlieferungen. Die Ukraine verteidigt sich sehr erfolgreich. Ich habe immer das in Erinnerung, das macht man so mit Panzerfäusten und Luftabwehrraketen. Für einen Angriffskrieg braucht man Artillerie, Flugzeuge oder wenn man jetzt Gebiete zurückerobern möchte. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, völlig anders. Okay, gut. Danke. Das ist eine Diskussion, die aus der Sicht eines Militärs sehr eigenartig ist, weil es diese Unterscheidung in Angriff und Verteidigungswaffe ganz einfach nicht gibt. Es gibt also erstens einmal überhaupt kein Übereinkommen, wo man sagt, eine Artilleriewaffe ist eine Verteidigungswaffe und ich weiß nicht, eine Panzerabwehrwaffe ist eine Verteidigungswaffe. Also es gibt diese Kategorisierung schon nicht. Und es ist aber auch die Diskussion zwischen Angriff und Verteidigung eine sehr theoretische, weil es im Militärischen keine Verteidigung gibt, ohne dass man nicht auch angreifen kann. Mhm. Das heißt, ich brauche alle Waffensysteme, wenn ich verteidigen kann. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich verteidige, mich mit einem Gewehr in eine Stellung hineinstelle und dann warte, bis ein Gegner kommt, dann schieße ich 10-mal und dann ist der Krieg aus. Das steht ja viel, viel mehr dahinter. Und diese Diskussion ist insofern absurd und aus meiner Sicht ist es dann, also ist es eher eine Begrifflichkeit der politischen Kommunikation, wo es also darum geht, dass man politisches Handeln mit einer moralischen Begründung hinterlegt, um die eigenen politischen Entscheidungen besser öffentlich transportieren zu können. Wenn man sich zum Beispiel die Diskussion in Deutschland anschaut, da hat es diese Diskussion um Panzerabwehrlenkwaffen gegeben. Panzerabwehrlenkwaffen waren also auch in der deutschen Diskussion gute Waffen, weil damit tut man verteidigen, weil man wehrte Panzer ab. Eine Panzerabwehrlenkwaffe kann und verwendet man aber genauso gut im Angriff gegen Panzer, gegen Bunker und so weiter. Also diese Unterscheidung ist so in der Realität einfach völlig irrelevant. Ich glaube auch, dass es an der Diskussion völlig vorbeigeht, weil es geht ja nicht um die Unterscheidung Angriffswaffe oder Verteidigungswaffe. Die Diskussion sollte ja darum geführt werden, zu was sollten wir die ukrainische Armee tatsächlich befähigen. Und mittlerweile gibt es einen Konsens im Westen zumindest, dass die ukrainische Armee sich verteidigen können muss und dass sie gegebenenfalls in ihrem eigenen Staatsgebiet Gebiete zurückerobern kann. Was wir aber nicht wollen, ist, dass die Ukraine befähigt wird, dass sie über die eigenen Staatsgrenzen hinaus Russland angreift oder vielleicht sogar nach Moskau marschiert. Das ist aber eine völlig andere Diskussion als die Diskussion zwischen Angriffs- und Verteidigungswaffe. Okay. Danke. Ich würde noch dem letzten Punkt etwas widersprechen. Ich glaube, diesen westlichen Konsens gibt es nicht, was die Kriegsziele sind und was einen Sieg der Ukraine darstellen würde. Ich glaube, da gibt es schon unterschiedliche Meinungen zwischen Frankreich, Italien und Deutschland auf der einen Seite und der britischen Regierung, der polnischen Regierung, den baltischen Regierungen und der Regierung der Vereinigten Staaten. Die Letztgenannten sehen als Kriegsziel an, das haben sie auch erklärt, explizit und öffentlich, dass die Ukraine in die Lage versetzt werden soll, russische Truppen aus dem gesamten Territorium der Ukraine zu verdrängen. Sprich also auch,
die Krim zurückzuerobern, die Hafenstadt Sewastopol zurückzuerobern und die Separatistengebiete im Donbass zurückzuerobern. Das wird als Sieg und als Ziel des Krieges bewertet. Nebenbei gibt es eben auch das formulierte Ziel, dass Russland durch diesen Krieg so geschwächt werden soll, militärisch so geschwächt werden soll, dass Russland eine solche Aggressionshandlung nicht mehr durchführen kann auf längere Sicht. Deutschland und Frankreich und Italien hingegen, die sehen es als Kriegsziel an, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, die russischen Truppen aus den seit dem 24. Februar eroberten Gebieten wieder zurückzudrängen. Das ist deutlich weniger als eben der Ansatz der zuletzt genannten Partei, angelsächsisch-osteuropäischen Allianz. Und die Frage ist eben auch, wie man sich bei der Lieferung von Waffen stellen muss, ist es die Ukraine, die das Kriegsziel definiert und ausschließlich die Ukraine? Oder haben die Staaten, die schwere Waffen liefern, nicht auch ein Mitspracherecht, was das Kriegsziel sein soll? Die meisten Beobachter, vor allem Politiker, sagen, nein, das entscheidet die Ukraine alleine. Das ist die souveräne Entscheidung der Regierung Zelensky. Meine Position ist, dass das mitentschieden werden muss von den Staaten, die Waffen liefern. Weil mit einer extremen Auslegung der Kriegsziele zumindest das Risiko einer großen militärischen Eskalation besteht. Keine Garantie, dass es zu einer großen militärischen Eskalation kommen wird, etwa zu einem Nukleareinsatz, sehr unwahrscheinlich immer noch, aber eben nicht auszuschließen, wenn sich für die russische Seite eine schwere Kriegsniederlage abzeichnen würde. Da möchte ich auch noch ganz kurz einhaken. Ich glaube, das ist auch, was der Herr Mangold jetzt angesprochen hat, sehr, sehr wichtig, weil wir ja heute irgendwie als Ziel haben, Perspektiven für den Frieden zu diskutieren. Und ich glaube, diese Frage nach dem Frieden ist ja auch, definiert sich ja dann zumindest auch teilweise immer über die jeweiligen Kriegsziele. Wenn es hier keinen Konsens gibt, was will ich eigentlich in diesem Krieg erreichen? Und dann wird sich auch schwer ein Konsens finden lassen, wie erreiche ich hier einen Frieden, wie man den auch immer definiert. Weil eben, wie wir jetzt gesagt haben, wenn es dann irgendwie die Erwartungshaltung gibt, na gut, jetzt gibt es dann einen ukrainischen Gegenangriff in russisches Territorium hinein, dann ist das etwas anderes, als zu sagen, wir wollen eben nur in der Ukraine hier Frieden haben und die russischen Streitkräfte praktisch des Landes verweisen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man halt mittlerweile in der europäischen Diskussion wirklich merkt, dass es hier auch im Westen, ich sage das jetzt mal unter Anführungszeichen, keinen Konsens gibt. Ich bitte mir dazu widersprechen, wenn Sie das anders sehen, aber ich glaube, das ist im Moment ein sehr, sehr wichtiges und umstrittenes Thema, auch wie der Herr Mangold angesprochen hat, unter dem Aspekt, dass er diskutiert wird, eben Waffen zu liefern. Wenn ich da auch noch kurz, oder ich wollte niemanden unterbrechen, Verzeihung. Bitte, ja. Wenn ich da nur kurz eine völkerrechtliche Aspekt noch einwerfen darf, aus Sicht des Völkerrechts ist es auch so, dass umstritten ist, wann und wie lange Staaten ihr eigenes Staatsgebiet bei einer fremden Okkupation gewaltsam zurückerobern können. Also da gibt es zwei Schulen. Die einen sagen, das ist ein fortgesetzter Angriff und theoretisch kann man auch in 60 Jahren, wenn man die entsprechenden militärischen Kapazitäten hat, sein Staatsgebiet gewaltsam zurückerobern. Es gibt aber auch eine andere Schule, die sagt, je länger eine fremde Okkupation, das ist ja, Annexion heißt ja nur, dass man ein Gebiet gewaltsam eingliedert, aber daraus sich nicht ergibt, dass man es auch rechtlich einwandfrei besitzt oder im Eigentum hat. Und die aber sagen, wenn das jetzt über Jahrzehnte oder über Jahre hinweg fortdauert, dass irgendwann einmal der Frieden die Gerechtigkeit einen Schritt zurücktritt hinter dem Frieden und man sagt, gut, das ist jetzt doch irgendwo normative Kraft des Faktischen, zumindest insofern, dass man es nicht militärisch zurückerobern kann, sondern mit Sanktionen auf dem Verhandlungsweg. Und das ist jetzt, glaube ich, ist natürlich immer die Frage, inwiefern rechtliche Erwägungen bei Verhandlungen und beim militärischen Vorgehen eine Rolle spielen. Aber natürlich auch rechtlich spielt das insofern mit hinein, dass die Ukraine natürlich jetzt so wenig Gebiete wie möglich verlieren möchte. Weil je mehr Kontrolle man verliert, über je mehr Gebiete man Kontrolle verliert, natürlich dann auch irgendwo in den Verhandlungen es schwieriger wird, diese zurückzubekommen. Oder ob dann nicht der Kissinger-Vorschlag, oder es haben ihn viele gemacht, aber bei ihm war er am prominentesten diskutiert, dass man sagt, ja, die Ukraine muss sich damit abfinden, Gebiete abzugeben, der Friede steht über der Gerechtigkeit. Und das hat eben auch nicht nur eine strategische und politische, sondern auch eine völkerrechtliche Dimension.
Ja, das ist also eine gute Frage. Also ich habe mir aufgeschrieben, die Frage zu stellen, was ist der Plan der Europäischen Union für die Ukraine? Was haben wir mit der Ukraine vor? Die Ukraine ist schon vor dem Konflikt nicht gut dagestanden. Sie haben einen Beitrittswunsch, ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Aber keine Perspektive, wirklich der Europäischen Union beizutreten. Sie haben ein Verfassungsgesetz, das einen NATO-Beitritt beschließt, aber keine Option darauf, der NATO beizutreten. Und dann höchste Sterberate der Welt, schrumpfende Bevölkerung schon vor dem Konflikt, niedrigsten Stundenlohn, die wichtigsten Handelspartner sind Russland und China oder waren es. Landgrabbing und so weiter und so fort. Was ist unser Plan? Was ist eigentlich unsere Vorstellung, die wir für eine Zukunft der Ukraine haben? Das wollte ich mal zur Diskussion stellen, ob es da Ideen dafür gibt oder was diskutiert wird. Nun ja, das Assoziationsabkommen, das die Ukraine dann letztlich doch unterzeichnet hat mit der Europäischen Union, enthält tatsächlich keine Beitrittsperspektive. Keines der Assoziationsabkommen, das im Rahmen der östlichen Partnerschaft abgeschlossen wurde, auch nicht das mit Georgien und der Moldau und schon gar nicht das mit Armenien, beinhaltet eine solche Beitrittsperspektive. Die Ukraine hat nun aber einen Beitrittsantrag gestellt, so wie auch die Republik Moldau und wie die Republik Georgien. Und alle drei Regierungen haben von der Kommission einen Fragebogen erhalten, zur Evaluierung über die Voraussetzungsbedingungen für den Beginn von Verhandlungen über einen Beitritt. Der ukrainische Antrag, der wurde in sehr wenigen Tagen, also dieser Fragebogen wurde von der ukrainischen Seite innerhalb sehr kurzer Zeit beantwortet, aber dazu muss man wissen, beantwortet ist eigentlich von der Europäischen Kommission geworden, also die hat die eigenen Fragen selber beantwortet für die Ukraine. Von der Leyen hat gesagt, ihr gehört zu uns, ihr seid Teil der europäischen Familie. Ich weiß nicht, was sie unter europäischer Familie versteht, aber ebenfalls, sie sind nicht Teil der Europäischen Union. Jetzt wird darüber gestritten, ob auf dem Europäischen Rat Ende Juni die Ukraine einen Kandidatenstatus erhalten soll. Das könnte sich ausgehen, obwohl es da Gegenstimmen in der Europäischen Union gibt. Aber was sich schon durchgesetzt hat, ist die überwiegende Meinung, dass so ein Fast-Track-Accession-Programm für die Ukraine einfach nicht möglich ist. Das heißt, es gibt kein abgekürztes Verfahren für die Ukraine, der Europäischen Union beizutreten, auch nicht für die Moldau und auch nicht für Georgien. Es wäre auch eine Brüskierung der Balkanstaaten, die seit mehr als einem Jahrzehnt auf einen Beitritt zur Europäischen Union warten. Also wird die Ukraine, so wie das Macron auch formuliert hat, zwar den Kandidatenstatus eingeräumt bekommen können, aber Verhandlungen über einen Beitritt, die werden 10, 15, 20 Jahre dauern, also sehr, sehr lange. Insofern ein Beitritt zur Europäischen Union steht einfach nicht auf der Tagesordnung, auch wenn Polen und Balten, Rumänen und Slowaken dafür plädieren, das ist schlichtweg nicht konsensfähig innerhalb der Europäischen Union. Macron hat auch vorgeschlagen, das ist in Kiew sehr schlecht aufgenommen worden, dass man stattdessen eine Art europäische politische Gemeinschaft gründet, wo Staaten wie eben die Ukraine, Georgien oder die Moldau, aber auch die Balkanstaaten in bestimmten Bereichen näher an die Europäische Union heranrücken, im Bereich Infrastruktur, Transport, Energie, Sicherheit, aber eben nicht Mitglieder der Europäischen Union werden. In Kiew, aber auch anderswo, hat man darauf negativ reagiert, weil man gesagt hat, das könnte ein permanenter Wartesaal werden für die Ukraine, wo dann ein Beitritt nie stattfinden würde, auch nicht in 20 Jahren. Mittlerweile hat man sich in Kiew mit diesem Vorschlag zumindest intensiv auseinandergesetzt und ist nicht mehr so ablehnend, wie das am Anfang war. Also es könnte so sein, es gibt den Kandidatenstatus, aber auch dieses Projekt einer europäischen politischen Gemeinschaft. Ja, es bleibt darüber, dass die Ukrainer Krieg führen gegen Russland mit den Erwartungshaltungen der baltischen Staaten und der Engländer, die Russland aus den gesamten Gebieten der Ukraine zu vertreiben, ist die Frage an Sie.
oder an dich, hat die Ukraine überhaupt eine Chance, Russland aus der Ukraine zu vertreiben, militärisch? In der derzeitigen Situation nicht. Also das, von selber werden sie das nicht schaffen. Es hängt also sehr stark von den Waffenlieferungen ab und vor allem, wie lange der Krieg dauern wird, weil irgendwann wird auch diese Unterstützung für die Ukraine stark abnehmen, sei es mit Waffenlieferungen, sei es auch mit politischer Unterstützung. Derzeit müssen sie also froh sein, wenn sie kleinere Gebietsgewinne haben können. Also von Gesamtbefreiung des Gesamtstaatgebiets kann derzeit überhaupt nicht reden sein. Ja, aber es ist ja auch zu erwarten, dass die Russen, so sollte tatsächlich sie in Donbass eher in die Bedrohungslage kommen, noch viel mehr militärische Ressourcen zieht, noch mehr mobil macht, noch mehr Soldaten schickt, weil sie den Donbass sicherlich nicht freiwillig hergeben werden. Ja, aber das ist eine starke politische Frage, wie es in Russland diesbezüglich weitergehen würde, weil ganz einfach ist es auch für Putin nicht, dass er Generalmobil machen anordnet, also der hat das eh schon gemacht. Es gibt aber auch in Russland Stimmen, die sagen, wir müssen den Krieg eskalieren. Aber das ist eine politische Frage, wie man in Russland mit der Situation umgeht. Das heißt, die Situation ist eigentlich momentan für die Ukraine, denkt man, unangenehm, dass sie jetzt Krieg führen, bis eigentlich zu einem undefinierten Ziel und ein Beitritt zur NATO und zur EU eigentlich relativ unrealistisch sind. Ja, das Kriegsziel von der Ukraine ist klar. Sie wollen das eigene Staatsgebiet befreien. Sie können es sogar ganz einfach nicht. Beitritt zur EU und NATO ist ein anderes Thema. Andererseits kann auch Russland mit den derzeitigen Mitteln, die sie haben, nicht ihre Kriegsziele schlussendlich erreichen. Das werden sie nicht schaffen. Also wir sind genau in dieser Pattsituation drinnen, wo wir beide noch glauben, dass sie zumindest irgendwelche Gebietsgewinne machen können und so die Ausgangsposition für politische Lösungen für sich selber positiv verändern können. Und in dieser Bad-Situation sind wir jetzt drinnen. Mit knapp. Und vor allem, weil Russland ja auch gerade rhetorisch permanent eigentlich Eskalation betreibt und permanent diese rote Linie verschiebt, wo man dann sagt, okay, man muss sich überlegen, wie könnte man Russland etwas anbieten, eben um einen Frieden zu kommen? Aber so wie das eben öffentlich gehandhabt wird, wenn man sich Russia Today zum Beispiel anschaut, wo es dann Aussagen gibt in Richtung, wie entweder die Linien in der Ukraine oder es gibt einen dritten Weltkrieg. Also Chefredakteurin hat das vor ein paar Wochen gesagt, dann ist es halt wirklich schwierig, sich da konkret rational irgendwie da etwas zu überlegen. Also ich tue mir das sehr schwer, diese Aussagen tatsächlich zu beurteilen, weil ich bin jetzt kein so ein Kenner. Es ist nur für einen westlichen Offizier sehr erstaunlich, was da für Interviews gegeben werden. Mhm. Zwar durchaus von ranghohen Mitgliedern und alleine die Sprache, die Ausdrucksweise, die bewirkt ja wieder was. Also entweder man will die Bevölkerung auf einen Krieg vorbereiten oder man sucht selber irgendeine Argumentation, um das eigene Handeln rechtfertigen zu können. Also es ist eigenartig. Inwieweit das tatsächlich dann in militärische Maßnahmen ausarten wird, bin ich mir nicht sicher. Ich habe mir da noch eine Frage aufgeschrieben. Welche Erwartungen haben wir oder die Europäische Union bezüglich ihrer Beziehungen zu Russland in Zukunft? Gibt es da eine Vorstellung, wie man das haben möchte? Herr Manow, vielleicht wissen Sie uns, können Sie uns was dazu sagen? Es gibt Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sagen, wir müssen auch in dieser jetzigen Lage eine Vorstellung davon haben, wie wir mit Russland es handhaben wollen in den künftigen Jahren und Jahrzehnten. Ich glaube aber, im Augenblick wird nicht sehr intensiv darüber nachgedacht. Im Augenblick gibt es eben eine politische Eiszeit zwischen dem politischen Westen und damit auch der Europäischen Union und Russland. Und ich kann mir kein Aufdauern dieser Eiszeit vorstellen, solange Wladimir Putin an der Macht als Präsident Russlands ist. Und es wird 2024 Neuwahlen geben, zu denen Putin nach einer Verfassungsänderung wieder antreten kann. Er könnte sich also bis 2030, wenn er das gesundheitlich schafft, wieder zum Präsidenten wählen lassen und 2030 dann noch einmal für 6 Jahre bis 2036. Da wäre er dann 82 Jahre alt am Ende dieser Amtsperiode 2036. Also Putin könnte noch lange an der Macht sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Wladimir Putin, gegen den es ja auch Einreisesperren gibt, der Europäischen Union, jemals wieder westlichen Boden betreten wird können nach diesen Ereignissen.
Und so glaube ich, wir haben es schon mit einer neuen Teilungslinie zu tun, die sich da in Europa herauskristallisiert, von der finnischen Ostgrenze über die Ostgrenze der baltischen Staaten, die polnische Ostgrenze, bis zum letztlichen abschließenden Frontverlauf in der Ukraine und eben der Republik Moldau. Das ist eine neue politische und militärische Teilungslinie, hochgerüstet auf beiden Seiten. Und ich erwarte nicht, dass sich das sehr rasch ändern wird, sondern wir müssen uns auf diese Eiszeit, die schon begonnen hat, einfach einlassen und sie zur Kenntnis nehmen. Ich glaube nicht, dass irgendein Staat in der Europäischen Union in absehbarer Zeit wieder eine Initiative ergreifen würde. Wir müssen mit Russland, weil es ja eben doch geografischer Nachbar bleibt, wieder ins Gespräch kommen. Das kann sich keine westliche Regierung leisten. Nicht nach dem, was passiert ist. Eine doch langfristige Veränderung der Situation auf Europas mit den wirtschaftlichen Konsequenzen, die diese Teilungslinie bringen wird für uns. Wir waren schon einmal, mehr im Zentrum des Erdballs, rücken wieder sozusagen an den Rand eines eisernen Vorhangs. Ohne eine Perspektive eigentlich momentan, wie sich das auflösen soll. Aber eine Frage vielleicht an Herrn Janik. Wie würde man empfehlen, völkerrechtlich oder friedlichen Weg diesen Konflikt zu lösen mit einem Referendum der jeweiligen Provinzen über ihre staatliche Zugehörigkeit oder Selbstständigkeit, also auch in Saporizhzhia oder Cherson? Ist sowas denkbar? Kann man das organisieren? Kann man das vorschlagen, dass diese Bevölkerungsteile selbst entscheiden sollen, welcher Nationalität sie angehören wollen? Oder wie sehen Sie das? Ja, vorschlagen kann man es. Ja. Das grundsätzliche Dilemma ist, dass das Völkerrecht derartige Referendar sehr skeptisch sieht und eigentlich außerhalb seines Regelungsbereichs sind. Man hat nach der Annexion der Krim wiederum über die Generalversammlung damals interessanterweise noch mit einer geringeren Mehrheit als jetzt beim Krieg, mit einer knappen Mehrheit, aber doch einer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die auch klargestellt hat, dass das Referendum bei der Krim als ungültig anzusehen ist und dementsprechend auch nicht begründen kann, einen Gebietswechsel, der sich anerkennen lässt. Also auch hier, wie gesagt, die Einstufung der Krim durch die Mehrheit der Völkerrechtsgemeinschaft als annektiert. Da müssten Voraussetzungen gegeben sein, die, wenn man sich ansieht, was in den letzten Wochen passiert ist, mehr oder weniger unmöglich sind. Also man müsste sämtliche Vertreibungen davor zurücknehmen. Man müsste die freie Zustimmung der ukrainischen Regierung auch haben, weil das Völkerrecht tendenziell sezessionsfeindlich ist. Das Völkerrecht sagt zwar so Sezessionen nicht direkt, also sie sind weder verboten noch erlaubt, aber für alle darum herum stattfindenden Handlungen hat es eindeutige Regeln. Das heißt, es darf weder eine Gewaltandrohung geben, noch eine Gewaltanwendung. Es ist die territoriale Integrität ein sehr hohes Gut im Völkerrecht. Das ist auch der eine Punkt, wo völkerrechtlich es einen durchaus immer wieder einen Zankapfel gibt zwischen China und Russland, weil und das hat sich auch in der Anerkennungspraxis von Russland widergespiegelt, weil natürlich da, es wird zwar immer gesprochen von der Allianz zwischen China und Russland oder eben über übereinstimmenden Interesse und einem übereinstimmenden System, aber da ist China natürlich bei allen Anerkennungen von Russland sehr skeptisch, weil das natürlich im Umkehrschluss bedeuten könnte, naja, wenn jetzt zum Beispiel eben diese selbsternannten Volksrepubliken anerkannt werden, naja, was ist dann mit Taiwan oder anderen Sezessionsbestrebungen innerhalb Chinas? Und Russland hat auch interessanterweise schon beim Kosovo ein Argument verwendet, dass man zwar gesagt hat, beim Kosovo gilt es nicht, aber man hat da schon eigentlich den Boden bereitet für solche Abspaltungen, weil Russland hat damals beim Kosovo gesagt, im Zusammenhang mit dem Rechtsgutachten zur Anerkennung des Kosovo und der Staatlichkeit des Kosovo, hat Russland argumentiert, dass es theoretisch schon möglich ist, dass in einer Ausnahmesituation, also wie zum Beispiel ein Völkermord, dass es hier ein Recht auf Abspaltung geben könnte, aber dass natürlich das nicht im Kosovo vorläge. Das heißt, man hat hier gewissermaßen den Boden bereitet, aber auch dieses sogenannte Recht auf Sezession als Rechtsbehelf konnte sich nicht durchsetzen. Und da, das ist noch die letzte Parallele, die ich auch bemühen möchte, weil man eben jetzt, weil es vorhin angemerkt wurde,
die Privilegierung der Ukraine im Vergleich zu den baltischen, zu den Balkanstaaten, wenn man jetzt zum Beispiel ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren machen möchte, ja, aber diese Privilegierungen, die gibt es. Also auch der Kosovo wurde insofern vom Westen privilegiert, dass man gesagt hat, aufgrund dieser Ausnahmesituation erkennen viele EU-Staaten, nicht alle wohlgemerkt, Spanien als ganz offensichtliche Ausnahme aufgrund der Sorge vor eigenen Sezessionsbestrebungen, aber sehr viele Staaten den Kosovo als Staat anerkannt haben innerhalb Europas. Also da war gewissermaßen die Belohnung dafür, dass man hier, oder Belohnung klingt zu zynisch, aber zumindest die Reaktion auf die Menschenrechtsverletzungen im Kosovo war dann zu sagen, gut, man hilft hier bei der Entstehung eines eigenen Staates. Und auch hier ist sozusagen die Reaktion auf diesen Angriffskrieg und die Folgen, die nun mal so schwerwiegend sind für die Ukraine, zu sagen, gut, dafür möchte man sich schneller an Europa heranführen. Also man sieht hier, dass diese, ich will nicht so zynische Wörter verwenden, aber eben die Reaktion auf Kriege auch sein kann, dass man hier gewisse Ausnahmen macht oder eben den einen Staat über andere stellt und ihnen gewisse Privilegien zukommen lässt oder eine bessere Behandlung zukommen lässt als den Staaten, die nicht angegriffen wurden oder wo die Bevölkerung nicht angegriffen wurde. Aber wie gesagt, die Voraussetzungen für ein faires und für alle Seiten akzeptables Referendum sehe ich einfach am Boot, also on the ground, nicht vor Ort, nicht. Man müsste hier wirklich das mit Einbindung der OSZE, mit Einbindung der ukrainischen Regierung gewährleisten, dass auch alle Menschen abstimmen können. Dann ist die Frage, wer darf nicht abstimmen, darf da die ganze Ukraine mitstimmen, ob sie Teile von ihrem Staatsgebiet verlieren. Das ist der einzige Fall, den es hier gibt, war die Abstimmung, ich glaube, es war 2014, wenn ich mich richtig erinnere, rund um die schottische Unabhängigkeit. Und da gab es eben keinen Krieg davor, keine Vertreibungen und die Zustimmung der Zentralregierung, wenn man es so überhaupt sagen will, bei einem Staat, der so verfasst ist wie das Vereinigte Königreich. Und das waren eben ganz andere Voraussetzungen. Bei Konflikten einen zu finden als allgemeine Lösung, sehe ich als solches nicht. Ja, man könnte noch die Parallele zu den Jugoslawienkriegen dann auch noch bemühen und dortige Referenda. Ja, wieder eine andere Situation, weil hier ein Staat nicht Staatsgebiet verloren hat, sondern ein Staat zerfallen ist und deswegen auch wiederum eine ganz andere Ausgangslage vorlag. Also dementsprechend sehe ich das auf einwandfreie Art und Weise nicht. Also ein so derartiges Referendum wäre für immer mit einem ganz veritablen Geburtsfehler behaftet. Es ist auch nach ukrainischem Verfassungsrecht nicht zulässig. Nach ukrainischem Verfassungsrecht kann eine der 26 Regionen der Ukraine nicht in einem Referendum darüber befinden, ob sich die Region von der Ukraine abspaltet oder nicht, sondern das ist nur in einem gesamtukrainischen Referendum, wo also alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen der Ukraine teilnehmen können, möglich. Und das nur als Nachsatz dazu, weil die anderen Probleme, die es gibt mit solchen Referenden, hat Kollege Janik schon erwähnt, aber es wäre auch nach ukrainischem Verfassungsrecht nicht möglich. Aber man plant offensichtlich von russischer Seite die Annexion des Gebiets Cherson und man plant die Annexion der besetzten Teile der Region Saporischschja. Und heute hat der Generalsekretär der Regierungspartei in Russland, der Generalsekretär von Geeintes Russland, Jedini Rassia, gesagt, es könnte auch sein, dass im gesamten Donbass, der dann eben aus russischer Sicht irgendwann befreit sein wird, ein Referendum stattfindet über den Beitritt dieser als unabhängig anerkannten Staaten, Donetsk und Lugansk, zur Russischen Föderation. Also was hier vorbereitet wird, ist vermutlich eine deutliche Ausdehnung aus russischer Sicht des russischen Hoheitsgebietes. Das heißt, also Frage wieder an dich, die Wahrscheinlichkeit ist die, dass sich der Konflikt nur in einem technischen Waffenstillstand, also beide sind K.O. und können nicht mehr Krieg führen, auflösen wird. Das ist die aktuelle Situation, dass es de facto ein Bad gibt, aber das hängt von den Handlungen der Ukraine ab und das hängt von den Handlungen Russlands ab. Das ist ja keine statische Situation. Je nachdem, welche Anstrengungen die eine Seite oder die andere Seite trifft, kann sich die Situation natürlich verändern. Und alleine nur das Beispiel Russland, wenn Russland eine Generalmobilmachung macht und tatsächlich viel, viel mehr Kräfte dort in den Raum bringt, sieht die Situation völlig anders aus. Die haben diese Option. Die Ukrainer haben eigentlich diese Option nicht, weil der Westen nicht mit Personen
mit Soldaten in die Ukraine gehen wird. Das mit Sicherheit, ja. Nicht davon auszugehen. Also jetzt eine Frage noch einmal an die Runde. Welche diplomatischen Mittel könnte man sich vorstellen, eine Friedensinitiative in der Ukraine zu setzen, ohne dass es das ist, was jetzt als technisches K.O., also eben von beiden Seiten, sie können beide nicht mehr. Gibt es Ihnen eine Idee, eine Initiative, die man setzen könnte hier? Die erwarte ich nicht. Es gibt dazu keinen politischen Konsens im Westen. Und ich glaube auch keine Möglichkeit, Russland zu solchen Verhandlungen zu bringen. Da stimmt auch das, was ich vorher gesagt habe oder Brigadier Raniak gesagt hat. Noch wird um Verhandlungsvorteile auf dem Schlachtfeld gekämpft. Also ich sehe für eine Vermittlungsinitiative im Augenblick keinen Raum. Und schon gar nicht, wenn Vermittlungsbemühungen öffentlich kommuniziert werden. Ja, eine Sache, die mir da auch noch aufgeschrieben habe, wie schaut es aus mit dem Bewusstsein dieser Staaten der Welt für eine globale Verantwortung in den Konflikt? Sie sind, können ja auch die kleinen Staaten überhaupt betroffen sein von den Geschehnissen, weil dieser Ukraine-Konflikt natürlich ein Template sein könnte für eine Art Neoimperialismus, dass sich mächtige Länder einfach nehmen, was sie haben wollen auf dieser Welt, weil eh niemand was dagegen machen kann. Und man einen größeren Krieg vermeidet, wenn Russland sagt, sie möchten doch irgendwas in Afrika haben oder die Amerikaner was haben wollen in Afrika, dass sie sich das einfach militärisch nehmen. Besteht so ein Risiko aufgrund dieses Ukraine-Konflikts? Herr Janik, ich glaube, das geht an Sie. Also ich habe zu Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump einen Beitrag geschrieben, ob das klassische Völkerrecht zurück ist. Was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass natürlich dieser Gedanke der liberalen Weltordnung sowieso sich nie allgemein durchgesetzt hat. Und wir wirklich, und mit klassischem Völkerrecht, das habe ich damals mir schon gedacht, meine ich jetzt das 19. Jahrhundert. Und viele von den Konzepten, die wir jetzt gerade besprechen, stammen eigentlich über weite Strecken aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Also in Deutschland die Diskussion zum Beispiel, ob man mit Waffenlieferungen Kriegspartei wird. Die Konzepte wie Annexion, Konzepte wie das allgemein das Recht neutraler Staaten, weil man darf ja nicht vergessen, im Prinzip ist, sobald ein Krieg ausbricht, jeder Staat neutral, bis er sich deklariert. Also das ist der Unterschied zu in Österreich, der immerwährende Neutralität, man ist, aber grundsätzlich ist auch jedes andere Land neutral. Also es ist Afghanistan beispielsweise auch neutral, solange es nicht für irgendeine Seite Partei ergreift. Das ist der Status quo. Und dass wir das alles jetzt diskutieren, zeigt, dass wir da schon anscheinend auf einer Ebene wieder uns zurückbewegen. Man hält jetzt natürlich doch fest, rein formal juristisch zu sagen, dass es hier zu keiner Gebietsveränderung kommt. Aber natürlich als Gegenargument zu sagen, na, irgendwann greift die normative Kraft des Faktischen. Und das ist jetzt dann natürlich auch die Frage, ob jetzt irgendwann einmal Bewegung in andere Situationen kommt, die als eingefroren gegolten haben und dass man irgendwann sagt, gut, wenn je stärker China wird und wie wird, deswegen ist es da, hat es so eine Schlüsselrolle, weil natürlich sich auch das Völkerrecht verändern kann, wenn jetzt maßgebliche Staaten zurück wollen, in dem Sinne zurück wollen zu sagen, ja, es ist ein Großmächterecht, es ist ein reines Staatenrecht oder Primärstaatenrecht, auch eine andere Menschenrechtskonzeptualisierung, also zu sagen, Menschenrechte werden immer noch durch einen starken Staat garantiert. Also auf rechtlicher Ebene sehe ich das durch einzelne Staaten schon. Man hat aber auch, um eine Ehrenrettung für das Völkerrecht zu machen, gesehen, dass es doch eine sehr breite Front gibt, die nicht dorthin zurück möchte, die eben zumindest rhetorisch das sagt. Die entscheidende Frage ist einmal mehr, was man auch dafür tut, dass man nicht zu diesem 19. Jahrhundert Völkerrecht, wo der Krieg als Durchsetzung von Recht und von eigenen Ansprüchen vollkommen legitim war, dass man da nicht zurück möchte, was die da auch jetzt wirklich praktisch tun. Und das ist, abgesehen jetzt vom sogenannten vom Westen und einer westlichen Allianz, dann doch sehr, sehr wenig. Also wenn man jetzt an die afrikanischen Staaten denkt, wenn man an die asiatischen Staaten denkt, da hat man zwar bei der Resolution mitgestimmt, aber man würde jetzt zum Beispiel nicht so weit gehen, da jetzt Sanktionen zu ergreifen oder irgendwelche weitergehenden Maßnahmen
zu treffen, um das Gewaltverbot und damit auch das Verbot von Annexionen auch dem auch zur Durchsetzung zu verhelfen. Ja, also, danke für die Antwort. Also mir fallen ja nur zwei Sachen ein, die man so jetzt als Konklusion für eine Möglichkeit des Friedens sieht, ist, entweder die beiden Konfliktparteien setzen sich zusammen und finden einen Kompromiss, oder man zwingt die Weltgemeinschaft, zwingt sie durch die Anwendung von Unterstützung oder Sanktionen dazu, sich an den Tisch zu setzen und eine Lösung zu finden. Mehr fällt mir momentan nicht ein, oder was würden Sie dazu sagen? Sanktionen gegen. Okay, na, bitte, Herr Janik. Es ist eh nur ein Satz. Ich habe keine Lösung, gar keine nämlich. Ich habe wirklich die große Angst, dass diejenigen, die so zynisch sind, zu sagen, es gibt nur eine militärische Lösung, dass diejenigen recht haben. Das ist meine ganz große Sorge. Als jemand, der aber sagt, ich kenne keine Lösung, bin ich leider nicht alleine. Man kennt das aus den Konfliktvermittlungen der letzten Jahre, wenn wir jetzt an Syrien denken, beispielsweise, da haben sich die größten Namen der Diplomatie-Liga die Zähne ausgebissen und ich habe große Sorge dafür, dass das jetzt hier ähnlich sein könnte, dass auch sehr viele Vorschläge zirkulieren und trotzdem all diese großen Köpfe sich Gedanken machen und keiner eine diplomatische Lösung findet. Es ist ja irgendwie bezeichnend, dass der hohe Beauftragte für die Außen- und Sicherheitspolitik Borrell gesagt hat, dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Und Selenskyj vor einer Woche gesagt hat, dieser Krieg wird letztlich durch Diplomatie entschieden. Also da sieht man eine gewisse verquere Welt, um das so zu nennen. Faszinierend, ne? Aber an der Stelle wollte ich auch mal fragen, gibt es eigentlich hier aus dem Publikum noch Fragen? Ja, bitte. Ich habe in einem Fernsehbeitrag gehört, die Türkei, das NATO-Land Türkei hat Drohnen der ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt und die hätten in den ersten Kriegsereignissen in dem Bereich, wo die Russen vor Kiew aufmarschiert, in einer Warteschlange gestanden sind, dort einen Panzer nach dem anderen abgeschossen mit den türkischen Drohnen. Und das hat mich jetzt überrascht, diese Aussage, weil ich hätte gedacht, jetzt die russische Armee hat wahrscheinlich Waffen, die sich gegen solche Angriffe oder wo sie sich gegen solche Angriffe damit zur Wehr setzen können. Wie sehen das die militärischen Experten? Also das ist tatsächlich passiert, ob das jetzt türkische Drohnen waren oder nicht, weiß ich nicht. Es ist auch Artillerie zum Einsatz gekommen. Das hat alle Beobachter ein bisschen verwundert, weil, und das war speziell bei diesem Angriff vom Norden Richtung Kiew, war das der Fall, wenn ich so eine Summe an Truppen aufmarschieren lasse, dann muss ich die normalerweise rundherum so sichern, dass sie das gefahrlos tun können. Und dazu gehört auch ein Luftschirm. Dazu gehört auch, dass sie das Anfeld so überwache, dass sie nicht angegriffen werden kann. Das scheint dort alles also völlig gefehlt zu haben. Oder zumindest nur sehr örtlich begrenzt zur Verfügung gestanden haben. Und das hat eben dazu geführt, dass große Teile dieser Kräfte dort ganz einfach zerschlagen worden sind. Ob die russische Armee jetzt diese Fähigkeiten gar nicht gehabt hat, dass sie es vor Ort nicht verfügbar hatten, oder ob das einfach schwere Führungsmängel waren, dass einfach im Aufmarsch die Truppen so schlecht organisiert waren, dass sie an sowas nicht gedacht haben oder das einfach nicht berücksichtigt haben oder den Gegner unterschätzt haben, das bin ich mir selber nicht ganz sicher. Aber Fakt war, dass das aus militärischer Sicht eine völlige Katastrophe war. Bitte. Ja, es gibt auch noch eine Geschichte vor 2014 und ich frage mich immer, haben wir im Westen, in der EU, damals einen Fehler gemacht, wie Putin auf den Westen, auf die EU zugekommen ist, kurz nachdem er die Macht übernommen hat und gemeint hat, lassen wir doch einen gemeinsamen wirtschaftlichen Raum erstehen und ein gemeinsames Verteidigungsbündnis gründen oder ja, der NATO beitreten, gemeinsam mit Russland. Er ist kalt observiert worden, vielleicht auch aufgrund der USA, weiß ich nicht. Aber wäre das, wenn man dem entgegenkommen wäre, wäre das ein Fehler gewesen aus heutiger Sicht oder wäre tatsächlich eine Chance bestanden, solche Situationen wie heute zu verhindern? Das wäre meine erste Frage. Und das Zweite ist,
diese Situation nur durch den Krieg entschieden werden kann und wenn Ukraine bessere Waffen bekäme, sich besser wehren kann, auf der anderen Seite dann aber Russland macht sie mit einer möglicherweise Generalmobilmachung, das wird ein gegenseitiges Abschlachten, das ist unglaublich. Ja? Was die diplomatische Aktion anlangt, wäre es dann nicht wirklich sinnvoll, um auch den Herrn Janik zu zitieren, Friede steht über der Gerechtigkeit, vielleicht in letzter Konsequenz, dass man die Ukraine auf die Ukraine einwirken sollte und eine Idee, die auch Kissinger, ist auch zitiert worden, vertritt, dass sich die Ukraine als neutral erklärt und die Gebietsverluste anerkennt. Ja. Gut. An die Experten, ich möchte dem nicht vorgreifen. Also die Frage war, Putin ist auf die EU zugekommen, war es ein Fehler, nicht darauf eingegangen zu sein? Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen dazu, was die zum Beispiel Thema Gasabhängigkeit und so weiter. Aber ja, die Frage ist schon irgendwie berechtigt, dass man ihn fragt, hätte man oder könnte man mit ihm nicht reden? So, Herr Mangert vielleicht, was würden Sie dazu sagen? Das ist eine sehr große Frage. Ich habe gerade zufällig heute 90 Minuten in der Vorlesung über die Hälfte der Antwort auf diese Frage gesprochen. Also 180 Minuten habe ich jetzt nicht, will ich auch gar nicht haben. Aber ich möchte nur sagen, diejenigen, die jetzt behaupten, sie hätten gewusst, dass man damals schon hätte wissen müssen, dass Putin es jedenfalls nicht ernst meint, dass er sich vorbereitet auf eine revanchistische, aggressiv-militaristische Außenpolitik Russlands. Die das behaupten, die nehme ich nicht ernst. Die Ausgangsvoraussetzungen im Jahr 2000, als Putin im Mai 2000 erstmals als Präsident Russlands angelobt wurde, waren andere. Putin wollte die Wiederannäherung an den Westen, die in den 90er Jahren gescheitert war, aus verschiedenen Gründen. Nicht, weil er, und das stimmt sicher, besondere Vorliebe gehabt hat für westliche Rechtsstaatlichkeit oder Demokratiekonzepte oder Menschen- und Bürgerrechte, sondern weil er überzeugt war, dass Russland sich wirtschaftlich nur modernisieren könnte, wenn es mit dem Westen zusammenarbeitet, also mit der Europäischen Union und mit den USA. Die Achse zwischen Moskau und Washington war Putin aber von Anfang an wichtiger als die Achse zwischen Moskau und Brüssel oder den europäischen Hauptstädten. Also es hätte Möglichkeiten gegeben, dieses Misstrauen, das Putin hat gegenüber dem Westen, zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt, nicht entstehen zu lassen. Ich glaube, dass Möglichkeiten gegeben gewesen wären, dass man Chancen vertan hat, insbesondere durch die unilaterale und hybrisartige Außenpolitik der USA unter George Walker Bush. Aber das wäre jetzt einer sehr detaillierten Würdigung natürlich vorbehalten und die können wir heute nicht mehr machen. Frieden steht über Gerechtigkeit. Wie gesagt, wir wollen ja dieses Thema noch vielleicht doch noch einen Weg finden, weil im Moment den Eindruck, dass es für die Ukraine zumindest keinen möglichen Frieden gibt. Vielleicht, Herr Janik, gibt es Möglichkeiten internationaler Institutionen, neuer Institutionen? Ich habe diese Idee mal gehabt, vielleicht, dass man sich von Kleinstaaten überhaupt auch von zum Beispiel eben wie Österreich stark macht gegen Kriege auf dieser Welt, weil natürlich die Kleinen besonders mehr betroffen sind davon als große, mächtige Staaten. Ja, da haben Sie eine Idee für irgendwelche ein Vorgehen, wenn politisch das für mehr Frieden sorgen könnte. Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu der Bemerkung von vorhin. Natürlich ist aber auch die Frage, inwiefern jemand, der zu so einem Krieg wie jetzt in der Lage ist, hat da eine Radikalisierung stattgefunden oder war da schon etwas veranlagt in der russischen Regierung, dass so oder so keinen verlässlichen Partner
oder nicht verhindert hätte, dass man hier einen verlässlichen Partner hat? Oder war Herr Putin ein anderer Mensch und hat in den letzten Jahren sich so stark verändert? Das ist dann eben oft Laienpsychologie, aber natürlich frage ich mich aus heutiger Sicht, wie verlässlich wäre Russland, das heutige, wenn man ansieht, was heute passiert ist oder in den letzten Monaten passiert ist, jemals gewesen unter dieser Staatsführung? Das ist natürlich eine Frage, die sich nicht abschließend beurteilen lässt, aber wo man sich dann schon fragen muss, wie realistisch waren die Aussichten noch vor 20 Jahren? Aber zu Ihrer Frage mit dem gegenseitigen Hochschaukeln, ja, das ist diese entscheidende, vor der wir stehen, sind wir im Jahr 1914, ist die Schlafwandler-These die besser passende, dass alle Staaten, obwohl sie gar keinen so großen Krieg wollen, wanken, weil jeder aus seiner eigenen Rationalität heraus handelt. Oder sind wir im Jahr 1938, 1939 und wir stehen erst am Beginn? Oder, und ich bin ein Anhänger einer dritten Schule, kann man zwar bei beiden historische Anleihen nehmen, aber man muss trotzdem jede Situation für sich betrachten und darf nicht Gefahr laufen, immer historische Parallelen zu bemühen und damit die Sonderlage des Einzelfalls zu übersehen oder eben zu verkürzen. Also ich glaube, dass beide historische Parallelen zur Einordnung ganz praktisch sind, aber trotzdem die Situation einfach immer eine andere ist und man nicht Gefahr laufen darf, gewisse Spezifizitäten militärischer, politischer, rechtlicher und eben auch historischer Natur zu übersehen. Die Frage, ja, Friedensordnung, also ich bin da eher ein Anhänger von Kleinstaaten. Ich glaube, es wäre gut, wenn es ganz viele kleine Staaten gibt, weil es dann keine ganz großen Kriege gibt. Das ist aber natürlich nur eine These, ein bisschen inspiriert von Leopold Kohr, die ich schon lange hege. Deswegen habe ich, muss ich auch zugeben, eine gewisse Sympathie für Sezessionsbestrebungen, wohl wissend, dass Sezessionsbestrebungen sehr oft in Konflikten enden. Aber natürlich sind auch Länder wie Österreich ein Beispiel dafür, dass kleinere Länder stärker auf die Kraft des Völkerrechts bauen und auch eher Multilateralismus unterstützen und eher das Völkerrecht versuchen zu unterstützen, weil wir haben keine Waffen, was wir im Endeffekt haben, ist das Recht und eine gemeinsame Rechtsordnung, Völkerrechtsordnung und sei es nur als Minimalkonsens, mit dem bereits angesprochenen Minimalkonsens, des Gewaltverbots beispielsweise. Ja. Ja, natürlich ist jetzt Kriegszeit, ist immer eine Zeit, wo man auch sich fragt, wie kann man den Krieg verhindern in Zukunft. Wir sehen gerade, dass, und das ist auch eine Bedrohung für die Weltordnung und für die UNO selbst, weil wir einmal mehr sehen, dass das System kollektiver Sicherheit nicht funktioniert. Wir haben das schon oft gesehen, wir haben es in Syrien davor gesehen, wir haben es beim Irak gesehen und jetzt sehen wir es einmal mehr, dass eben sobald eine Großmacht involviert ist, funktioniert dieses System und der Gedanke dahinter dem System steht nicht. Es war aber gleichzeitig damals der Preis, um überhaupt die Großmächte auch mit an Bord zu haben, ihnen garantieren zu können, dass niemals etwas geschieht auf internationaler Ebene, das gegen deren Willen in irgendeiner Form passiert. Ja. Wir sehen auch ein bisschen einen Verlust der Strahlkraft des Westens und man hat auch gesehen, dass die USA weniger Hebel haben, andere Staaten dazu zu bringen, mit ihnen gemeinsam abzustimmen. Es immer schwieriger geworden ist. Und man sieht auch, dass natürlich das Ressentiment gegen die USA sich auf internationaler Ebene besser mobilisieren lässt denn je. Was auch Russland tut, was auch eben China zu seinem zentralen Staat macht. Aber eine Alternativfrieden, eine Alternativstaatenvereinigung und dergleichen, könnte man jetzt viel schreiben, aber als jemand, der sich auch mit Völkerrechtsgeschichte viel befasst, sind das dann alles irgendwann Artikel, die man in ein paar Jahrzehnten ausgräbt und sich dann fragt, naja, das waren ganz nette Ideen, vielleicht ein Vorläufer für eine UNO 2.0, aber sich sehr realpolitisch, allein wenn man bedenkt, wie viele von den jetzt bestehenden Organisationen und Verträgen niemals umgesetzt werden könnte, sehe ich das nicht. Also es ist wirklich nur noch eine Rückbesinnung auf den Minimalkonsens. Darüber hinausgehend, ja, sehe ich keine Handlungsoptionen, ja. Oder keine Hoffnung auf darüber hinausgehend. Ich glaube, ich habe jetzt auf einen Punkt bin ich von der Dame nicht eingegangen. Falls das so ist, falls ich einen übersehen habe, bitte sagen. Sonst, ich habe eh schon wieder viel zu lange geredet und viel zu viel geredet. Passt schon. Herr Mangold, vielleicht noch an Sie die Frage, ob Sie eine Idee haben, was eigentlich notwendig wäre. Sollte die EU eine einheitliche Linie fahren über ihre Ziele in der Ukraine, wäre das ja die Möglichkeit, hier Frieden herzustellen?
Ich sehe die Chance auf eine gesamteuropäische oder gesamte EU-Linie in dieser Frage überhaupt nicht. Die Gräben sind da sehr groß. Man hat das in den ersten Monaten einfach zugekleistert. Man hat das Bild der Geschlossenheit und Einigkeit bemüht. Das hat sich ja in der Praxis auch durchaus bewahrheitet in den ersten 5 Sanktionspaketen der Europäischen Union. Aber schon diese langen Verhandlungen über das 6. Sanktionspaket, das nun auf den Weg gebracht werden soll, nach dem Europäischen Rat am Montag, hat gezeigt, dass es innerhalb der Europäischen Union durchaus große Differenzen gibt, wie man zur Ukraine steht, wie dieser Krieg ausgehen soll, womit man sich zufrieden geben soll, was man maximalistisch anstreben soll. Also diese europäische Geschlossenheit wird noch geringer werden, sie wird nicht wachsen. Auch ein düsterer Ausblick natürlich. Gibt es im Publikum noch Fragen? Dame hinten. Ich habe eine Frage, und zwar zur Beziehung von der EU oder Österreich mit Russland beispielsweise, weil wir eben diese Sanktionspakete haben. Und ich das sehr kritisch sehe, weil dann wird es noch mit den Sanktionen weitergehen. Das frage ich mich beispielsweise. Wir haben eine Visa-Feuerungsfreiheit in Österreich. Es gibt Menschen, die auf der Autobahn gewesen sind, die nicht reich sind und die Benzin bezahlen müssen. Ich denke halt an die Menschen hier, die die Sanktionen sind ja so, ist ja die Symbolik auch, dass wir in Europa gegen diesen Krieg sind. Aber wann schaut man dann wieder auf die Menschen im eigenen Land? Das fragt mich nicht beispielsweise. Das ist jetzt weniger eine Frage zum Frieden, aber das ist beispielsweise interessieren. Frau Baerbock hat ja gewarnt vor der Kriegsmüdigkeit in Europa, glaube ich. Ich persönlich sehe das auch düster, ja, weil wir natürlich jetzt wieder an den Rand eines, also nicht so, wie es damals war, aber doch an den eisernen Vorhang rücken als Europäer. Diese förderlichen Handelsbeziehungen mit Asien oder Eurasien natürlich eingeschränkt werden. Die Seidenstraße, von der wir hätten sehr profitieren können, ist wohl Teil der Geschichte. Und ich habe auch so den Eindruck, so aufgrund des Gesprächs, dass das Teil dieses technischen Chaos sein wird, dass auch die Europäer nicht mehr mitmachen wollen bei dem Krieg. Also die Russen vielleicht nicht mehr, die Ukraine nicht mehr, irgendwie auch nicht mehr, weil der Krieger bekanntlich eine Verliererkrieg wird. Ja? Herr Mann, was sagen Sie dazu? Aber auf der anderen Seite, wenn ein Krieg ist und keiner geht hin, dann gibt's auch haben wir schon wieder was gewonnen. Also. Ja. Ich muss zugeben, ich habe die Wortmeldung akustisch nicht verstanden. Es war zu leise für mich. Also die Wortmeldung noch einmal kurz zusammenfassen. Ich kann es kurz zusammenfassen. Die Wortmeldung war, wann denkt man wieder an die Leute in Europa? Es ist Teuerung. Wird spannend, ich ergänze das jetzt noch, ob in den nächsten Lohnabschlüssen die Inflation abgebildet wird. Das wird ein sehr springender Punkt Ende dieses Jahres werden. Ergänzt um die Aussage der Kriegsmüdigkeit Europas. Aber um es auf den Punkt zu bringen, die Frage war, wann denkt man wieder an die Leute in Europa? Ja, das war eigentlich die Frage. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die die europäische Politik dauerhaft wahrnehmen muss. Denn die Regierungen sind ihrer eigenen Bevölkerung zunächst verpflichtet und verantwortlich. Wenn die Regierungen zur Auffassung kommen und zu der Auffassung kann man kommen, dass es Kosten für den eigenen Staat und für die eigene Bevölkerung geben soll, um in einem solchen Fall wie dem Ukraine-Krieg dem Opfer zu helfen, dann ist das völlig in Ordnung. Es müsste nur eine ehrliche Diskussion darüber geben und die sehe ich nicht wirklich. Bei der Inflation heißt es immer, der Ukraine-Krieg ist daran schuld. Das stimmt weder chronologisch, denn Inflationsauftrieb hatten wir schon vor diesem Krieg in der Ukraine. Und die Formulierung, der Ukraine-Krieg ist schuld, liegt irgendwie nahe. Der Auslöser dieses Krieges, der Aggressor, ist schuld an unserer Inflation. Also Russland ist schuld an unserer Inflation. Und es wird überhaupt nicht dazu gesagt, inwieweit unsere Sanktionen zu dieser Inflation beitragen und sie verstärkt haben. Und eine solche ehrliche Diskussion, die würde ich mir wünschen, nämlich dass man sagt, seid ihr Bevölkerung bereit, tatsächlich wirtschaftliche, finanzielle und soziale Kosten hinzunehmen, in unserer Regierungspolitik die Ukraine zu unterstützen oder seid ihr das nicht? Und eine solche ehrliche Diskussion sehe ich eigentlich in nahezu keinem EU-Staat. Ja,
wieder ein Punkt, der in die Richtung geht, dass es eine, die Erwartung eigentlich ist, dass nur eine allgemeine Kriegsmüdigkeit diesen Konflikt wird beenden können, und zwar Russland, Europa und die Ukraine. Ja, gibt es noch Meldungen, auch im Podium, Fragen? Ich glaube, wir werden uns noch weiter Gedanken machen über mögliche Friedensinitiativen und unsere Rolle da im Haus und in der Außenpolitischen Akademie, wie wir vielleicht reden im Herbst noch einmal darüber, was man gelernt hat. Dann möchte ich mich mal herzlich bedanken an allen, die gekommen sind, an den Experten, die uns so ausführlich referiert haben und die Fragen beantwortet haben. Ja, und würde, wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, die Veranstaltung einmal schließen. Ich möchte mich für die Einladung bedanken, für die Fragen, für die Diskussion mit den Kollegen. Also danke an die Organisatoren, an die Kollegen und danke auch ans Publikum. Und damit guten Abend und eine gute Nacht. Danke vielmals. Ihnen auch. Wiederschauen. Spannend. Ja, die haben wir noch im Bild. Wollen Sie noch? Ich wollte mich auch nur noch verabschieden, Stella. Es hätte noch sehr viel Fragen zu diskutieren gegeben, aber leider bleibt uns das Thema auf unabsehbare Zeit unbehalten. Also wir haben jetzt mal über Neutralität gesprochen. Das fand ich sehr interessant. Ich habe fix damit gerechnet, dass wir über Neutralität reden werden. Aber das wäre sich dann zeitlich gar nicht mehr ausgegangen. Wahrscheinlich. Ja. Na, leider nicht. Das ist eben das nächste Riesenthema, das, wo man dann eigentlich ein bis zwei Abende drüber diskutieren könnte. Gerade um unseren Präsidenten, den Andres Meiler-Pogorny, eben da ein bisschen ins Spiel zu bringen mit dieser Idee, die er eben aufgebracht hat, dass eben vielleicht die beste Variante für die Ukraine eben eine Neutralität nach österreichischem Vorbild wäre, die man natürlich auch diskutieren kann. Ja. Muss man nicht der Meinung sein, aber diskutieren. Ich wollte dich eh schon fragen, ob wir uns einen Herbsttermin zu dem Thema vornehmen können. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Also, da mal drüber reden. Ja, ja, machen wir auf jeden Fall. Machen wir drüber, ob wir das Thema Neutralität sozusagen als Folgetermin heute für diese Veranstaltung im Herbst einmal uns überlegen, ob das eine Option ist für die Ukraine und welche Implikationen das für uns hat. Es ist ja von den Medien immer so viel gewünscht, eine Diskussion über Neutralität. Ich glaube, man muss wirklich drüber reden, weil unsere liebgewonnene Neutralität ist uns ja heilig, auch so wieder emotionale Argumente, sagt man, aber wenn man, für mich ist spannend, wenn man sagt, für die Ukraine eine Neutralität Österreich ein Vorbild, wird gleichzeitig diskutiert mit der Neutralität Österreich selber. Also wenn wir sagen, wir überlegen uns zur NATO zu gehen, dann dürfen wir der Ukraine ja nicht vorschlagen, dass sie so neutral werden nach österreichischem Vorbild, weil das heißt dann, dass sie auch zur NATO gehen. Also stimmt. Es ist die geografische Situation hat sich geändert, die geografische Lage hat sich geändert. Ja. Aber dazu fällt mir noch eine abschließende Frage an Sie. Das Moskauer Memorandum zur österreichischen Neutralität. Wir haben uns ja freiwillig, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig dazu verpflichtet, eine immerwährende Neutralität in unsere Verfassung zu schreiben, um als Staat souverän sein zu können und ungeteilt. Das ist ja völkerrechtlich eigentlich noch gültig, oder? Naja, das Moskau-Memorandum war eine Verwendungszusage, die mit der Neutralitätserklärung und dem Neutralitätsgesetz eingelöst wurde. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass das aber unsere Sache ist. Also, dass jeder souveräne Staat darüber entscheiden darf, ob er neutral sein möchte, ob er zur NATO will, ob er zur EU will und dass sonst niemandem was angeht. Es würde aber, wenn wir unsere Neutralität, und man muss da auch unterscheiden, aber das wäre wirklich was für eine andere Veranstaltung, aber ich finde, in Österreich, wir verkürzen ein wenig NATO-Beitritt und Neutralität. Man kann auch Neutralität aufkündigen, ohne der NATO beizutreten und bündnisfrei sein, so wie wir es ja auch in der österreichischen Sicherheitsstrategie 2001 ja auch drin hatten, dass wir eigentlich bündnisfrei sind. Und als bündnisfreier Staat hat man mehr Spielraum, ohne der NATO beizutreten. Also ich bin selbst kein Freund der Idee NATO-Beitritt alleine, weil das auch Auswirkungen hätte auf den österreichischen Standort für internationale Organisationen. Kann mich aber sehr gut anfreunden, die Bündnisfreiheit
explizit als solche zu benennen. Das heißt, dass wir theoretisch in einem Konflikt andere Staaten unterstützen dürfen, aber deswegen und daraus folgend nicht zwangsläufig der NATO beitreten müssen und das auch nicht unbedingt sollten. Und für das Ukraine-Modell, das halte ich für vollkommen unrealistisch. Die Ukraine war ja bis Dezember 2014 neutral. Der Krieg Russlands hat im Juni 2014 begonnen. Die Annexion war im Februar, März 2014. Also das glaube ich nicht, dass das hier eine Lösung sein kann. Wenn die Ukraine neutral sein sollte, müsste sie hochgerüstet sein, um sich verteidigen zu können. Und ich bezweifle, der Herr Mangold ist nicht mehr da, aber ich bezweifle, dass Russland auch eine hochgerüstete, alleinstehende, wir müssten ja, Österreich müsste ja auch hochgerüstet sein, theoretisch, um die Neutralität zu verteidigen. Genauso müsste das auch die Ukraine sein. Ich bezweifle, dass Russland so etwas akzeptieren würde. Gut, klingt ja nach einem Herbsttermin. Ja, ja, auf jeden Fall, es gibt genug Gesprächsmaterial. Es gibt ja genug Gesprächsmaterial. Herr Janik, auch vielen Dank nochmal für die Teilnahme. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Veranstaltung und sehen uns dann demnächst wieder. Ja? Und einen schönen Abend noch in die Steiermark. Vielen Dank. So, ich bin jetzt da irgendwo noch der Koordinator. Wie weißt du, wie das geht? Ja, natürlich. Du kannst. Ja.